Und damit hi und servus, liebe Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Platin hier Together Monster Hunter World mit dem Holger erstmal nur. Stefan kommt später noch mit dazu, also wohl Reaper, ja. Ja, genau, hauen wir das ganze Ding an, dass es so schnell natürlich hintereinander zwei Folgen gibt, finde ich klasse. Ja, na, deswegen schauen wir da jetzt erstmal, ja, wie weit wir denn heute da kommen, wie weit uns die Kids das erlauben. Sagen wir mal. Ja, hauen wir das Ding auch mal gerne hin. Servus, Terratio, servus, Fischer, aber. Ja, man sieht es ja hier, ich bin ja grandiose Level 2, ne? Naja, mit Kalle hier, servus. Moin. Mach gleich mal eine private Sitzung wieder, ne? Ja, ja. Hab grad nochmal ein bisschen geguckt, was ich so an Metz hab. Also, ich hab jetzt schon so sehr, sehr viel hergestellt, aber immer noch über 50 Erze. Okay. Ja, Tränke habe ich genug, Gegengift habe ich genug für den Puke. Ja. Und ich habe ja, wie gesagt, auch den Bogen aus Spaß mal ein bisschen verbessert. Der macht bei mir 132 Schaden. Okay. Ja, es sind nur 42 Punkte mehr wie zu Beginn. Ja, ich drehe mir noch ganz fix hier einen anderen hier, probe mal kurz zu, ne, oder rein, dass ich denen kurz mal hier diese dämlichen Karten schicken kann. Achso, ja, habe ich auch gemacht, nur ich kriege keine zurück. Ja. Allerdings sind da bei mir auch gerade sehr viele Kleine unterwegs, sprich, die werden wahrscheinlich gar nicht wissen, wie das funktioniert. Ja gut, das kannst du einstellen nach Kriterien, ne? Ich habe jetzt auch nach Anfänger halt, der eine ist Schuhe 12. Ja, no. So, mein ja, Spatz. Siehst du, Fisch, aber sag ich doch. Ich kenne mich zwar im Bett nicht aus, moin, aber das Fisch. Weiß ich. Ah, da kommst du schnell rein. Ja. Ich habe jetzt halt das Knochenset. Das lohnt sich eigentlich noch gar nicht zu Beginn, das gleich hochzuballern. Aber ich habe halt schon, wie gesagt, zwei Teile auf Maximum verbessert. Aber nur damit ich ein bisschen mehr aushalte. Und weil es cool aussieht. Angeber. Ja, gut, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit nur Metz gesammelt und habe da diese Feldforschungsdinger da gemacht. Und wenn du die abgibst, kriegst du ja immer Rüstkugeln und Forschungspunkte. Und mit diesen Rüstkugeln kannst du ja die Ausrüstung verbessern. Ja. Und jetzt zu Beginn ist es halt, was weiß ich, töte 8 kleine Monster, töte 16 kleine Monster, töte 2 große, sammle so und so oft an Förderstätten. Also das machst du ja sowieso nebenbei, wenn du ein bisschen am Farm bist. Das lohnt sich da immer hier mitzunehmen. Ja. Und mein Puke ist süß. Puke. Da kann ich hier weiter alle markieren. Geht das? Funktioniert das hier, wenn du alle markieren machst und eine Gildenkarte verschicken? Dann, das weiß ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Das mit den Gildenkarten verschicken habe ich ja auch erst angefangen, wo wir angefangen haben zu spielen. Doch, schicke deine Gildenkarte an den / die ausgewählten Spieler. Paprika oder was? War das geplant oder sollten die eigentlich mit in den Topf? Okay, gut. Naja, jetzt nehme ich noch die Quest an, weil dann sind wir ungefähr gleich. Wir waren ja bei dem Puke, ne? Ja. Den mache ich fertig heute. Ja, warte mal. Online-Sitzung. Erstellen. Duale Sitzung. Ja, ja. Ja, ich muss nur fix die Quest annehmen, dass wir gleich sind. Ja, ja. So, die Innenweile, weil ich habe jetzt wieder Ladebalken.
Ja, genau, die Pucke-Pucke-Jagd passt. Wegen dazu im Halbfinale. Nice. Ja, ich weiß, Fisch, kannst du mich immer auf dem Laufenden halten, wie es aus, wie also wer gewonnen hat. Weil heute spielt der Weltrang Erste gegen den Vierten, glaube ich. Servus, Das Maxi. ist. Moin. Das ist ein schönes. Das wird ein geiles Spiel. Ja, aber die Ladezeiten sind schon enorm. Ja, definitiv. Ich war ja heute Mittag auch nochmal in Final Fantasy 14, das ist ja gar kein Vergleich, das ist ja Instant Loading, so ungefähr. Und es ist ja auch Japaner, ne? Also, theoretisch müssen wir eine Einladung haben. Ja. Okay. Kein Stress, alle Mann. Ja, ich meine Jetzt doch. habe ich den Ladebalken. Eigentlich muss ich wahrscheinlich die Mission jetzt starten und dich dann per Pistole zur Hilfe holen, weil ich war ja noch nicht bei der Sequenz. Brauchst auch nicht bei der Puka Puka Jagd, die geht sofort. Da steht gleich dran 1 und 4. Ach so, okay. Jupp. Wo war das nochmal mit der Typ da hier mit, Warte, wenn's bei mir geladen hat, sag ich's dir. den Ressourcen meine ich jetzt. Namen der Trooper. Er quatscht hier nicht Ressourcen hier, diese Forschungsdinger. Ja, Beutezüge meinst du? Nein, das weiß ich. Die Forschungsdinger. Da. Ach so, ja. Das ist hinter den Beutezügen. Da stehen so. Warte, ich bin ja jetzt auch da. Genau, hinter den Beutezügen geht es ja da eine kleine Treppe runter. Und da sind gleich zwei Zwerge. Ah, okay, ja, guck ich gleich mal. Da ist auf dem Tisch so ein großes Horn und außenrum zigtausend Bücher. Habe ich die jetzt? Eigentlich nicht schwer zu verfehlen. Weil da ist auch so eine Ökolo da ist so eine große grüne wie eine Art Fackel. So eine Lampe mit die grün leuchtet, also die siehst du halt sofort. Ah, Chefrokulöwe. Ach, der war das ja genau. Tatsache. Ja, habe ich. Ach, Die die Anja. Rosalisten. Wo siehst du das eigentlich hier mit den großen und kleinen Kronen? Weißt du das auch? Nachdem du von der Mission oder von der Expedition zurückkommst, kriegst du ja immer hier deinen Fortschritt angezeigt und bla. Und dann kommt unten drunter, das siehst du dann, wenn du eine Krone kriegst. Also das siehst du immer, wenn du dann fertig bist. Aber irgendwo speziell nachgucken kann man nicht bei irgendeinem Typen oder irgendwie sowas hier, was du jetzt schon hast und was nicht. Das weiß ich nicht. Müssen wir auch Death Trooper wissen, Das. eigentlich. Ja, Death Trooper, der sag mal weiß an, ja. alles. Mit einem 100 Stunden Platin im HW hier. Muss ja wissen. Hier von ich habe dir noch so eine Karte geschickt, von dem Charakter hast du die noch nicht und ich würde die auch dann nochmal nehmen. Baby, hast du mir einfach mein Handy geklaut? Wird dir im Monsterbuch angezeigt. Okay. Woher kriegt man diese Rüstkugel? Habe ich dir vorhin erklärt. Echt? Von Das sagst du diesen jetzt? Expeditionen, was ich die ganze Zeit mache.
Ah. Da, wo du die Dinger annimmst, da sammle so und so viele, töte so und so viel und dann bekommst du immer Rüstkugeln. Und da gibt es auch verschiedene, weil da du hast ja dann noch die begrenzten Beutezüge und so weiter und da bekommst du dann auch noch größere Rüstkugeln. Im Monsterbuch? Warte mal. Wo waren das nochmal? Da, Ja, na. oh. Ja, Gruppen, Freunde einladen. Das ist cool. Das habe ich ganz vergessen, die Untersuchungen. Oh Gottchen, das wird auch noch lustig. Möchtest du? Ja, möchte ich. Eine neue Zutat ist jetzt verfügbar. Gewürfeltes Steak. Oh nee. Ah, stimmt, die Gildenkarte. Ich wollte jetzt sagen, geil, ich habe eine bekommen, aber ich habe dich ja darum gebeten. Wow. Ah. Tag, Robert. Moin, Robert. Robert. Ach, Jägernotiz, da ist sie. Danke. Ja, Mensch, hier. Ah, da, Monsterlexikon. Okay, ah ja, kleinstes, größtes. Also ich weiß jetzt nicht, auf jeden Fall, ich habe eine große Krone, ich weiß jetzt nur nicht, was für eine. Auf jeden Fall kleinstes 1109. Ich gucke aber, wo das eventuell dran stehen könnte. Ja. Kleine Monster. Sushi-Fisch. Wo müsste das dann stehen? In den tollen Jägernotizen da. Also ich sehe das, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Großjagras bin, da steht ja Kleinstes und Größtes und bei Größtes habe ich eine Krone. Genau, Größtes habe ich 1276. Und davor ist halt eine Krone. Ah, ja, das sage ich gerade, das du brauchst, oder schreib's gerade. Okay, passt ja, okay, alles klar. Ja, gut, bei mir stehen ja da nur Werte dran, also Zahlen halt. Weil ich habe keine. Ja, wie gesagt, ich habe einfach nur ein bisschen Kräuter gesammelt, weil ich schon mal ein paar Tränke gleich haben wollte und zack, hat er mir halt die Krone gegeben. Dachte ich mir halt auch, danke. Ich gehe auch gleich zum nordöstlichen Lager, da ist näher. Brauchen wir uns Zeit. Hat eine Quest bekannt gemacht. Ach, das habe ich vergessen. Ich musste hier Dingens. Da Ich steht musste etwas ja. in der Krone. Genau, da brauchst du ja hier, was war es, Ah. 500 kleine, 500, nee, Quatsch, 100 kleine, 100 große oder irgendwie sowas, ne? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. So, wie ging das jetzt? Quest beitreten. Ja, und dann müsstest du mich eigentlich Verfügbare sehen. Quests. Um Kalle. Ja, genau. Du bist in der Geschichte noch nicht weit genug fortgeschritten. What? Was? Aber genug. Die Quest habe ich. Ja, da muss ich halt jetzt erstmal ganz kurz da das machen, was ich meinte. Also ich muss jetzt nur mal kurz mit der labern und dann. Bitte will der Expertin? Ach nein, nein. Jetzt nehme ich die Quest erst erneut an, wegen dem Kommandanten. Das hat wieder nicht gespeichert. Ah, Jetzt muss ich okay. noch mal kurz mit der Al jetzt muss ich noch mal kurz mit der Alten labern, dann komme ich. Also wenn es geht, renn nicht zu weit. Sonst muss ich die wieder eine halbe Stunde suchen. Tipp und Pfeil, Socken ist ein bisschen tricky. Ja, ich habe mir da heute, ach ja, genau, was gerade schon erwähnt worden ist hier. Da heute Mittag ja die Trophy da geholt, hier, man sieht es ja da, ja, Fischveteran. Na, endlich mal hier diese 1000 dämlichen Fische. Also, zählen alles mit rein, habe ich auch nicht gewusst. Diese Meltor-Grundel, dann ja diese siasmische Sardelle oder so eigentlich, keine Ahnung. Was ist, wo bist du hin? Südwestlich oder Nordost. nordöstlich? Okay. Ja, und hier diese dämlichen Flusskrebse zählen auch mit als Fisch dazu. Habe ich auch nicht gewusst. Weil eigentlich sind Krebse keine Fische, aber gut.
Ah, okay. Oh, heute muss ich wieder ein paar Mal schiffen. Ich trinke wieder diesen Kaktusfeigentee. Was? Ich wollte gerade sagen, hä, wieso? Ich bin nicht dämlich, hab dich doch. Oh Mann, ja. Das hat jetzt gedauert. Was ist denn jetzt? Gehst du mal auf bereit oder was? Ich muss noch warten. Jetzt kann ich erst auf bereit. Mann, 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 Mann. Ja, der lädt immer die Quest eine halbe Stunde. Ich weiß auch nicht. Ja, das wäre ja Fisch, aber das war mir dann auch klar mit Fisch, ja, mit den dämlichen Fischen. Oh Mann. Ja. So, jetzt komme ich wieder mit. Und meinen Bogen. Ja, ich darf wieder die Drecksarbeit machen und du schießt ab und zu mal auf das Vieh, Ja, ich mache mal ein bisschen Feuerwerk nebenbei. ne? Ich finde die Fähigkeit aber cool mit dem Ja. Feuerwerk. Ja, was erzählst du schon wieder, Moin. Achso, ach komm her. Giftiger Schleim, nimm mal mit. Aber das Vieh muss ja hier, glaube ich, irgendwo rumstümpeln. Ja. Vorhin auch, ich hatte es gesehen, ich wollte es eigentlich mal so niedermähen und dann kam die Anja vorbei. Und die hat mich natürlich nicht gekillt. Also die macht mir zwar natürlich noch einen fetten Schaden, aber nicht mehr so viel. Ja, und immer mit Sonntags wird schwierig. Also eigentlich eher nicht. Weil Ja, bei mir ist es das. heute auch nur eine Ausnahme. Ja. Wetten nicht wetten. So, Wen, was soll Anja? da? Oder Ja, bist du auch. Sabra? Ja. Ich glaube, wir müssen erst zu der Elfter wieder rüber, ja. Ja, ich mache hier gerade einen kleinen Bogen außenrum. Weil ich kann es nicht lassen, ich muss nebenbei wenigstens mal die Kräuter sammeln. Und diese Expedition kann man ja immer machen, ne? Also einfach hier nur rauslaufen, so gesehen, wieder. Ja, genau. Ja. Und das ist das, was ich die ganze Zeit mache. Deswegen ist halt hier das Knochenset schon fast auf dem Maximum. Wobei ich das eher halt gemacht habe wegen den ganzen Materialien. Da rennt der Kalle. Ah. Warte mal kurz. Moin. Das? Oh, schon down. Na toll. Ja, es tut mir leid. Ist der Satan. Ah Was ja, da CM Kitbun ist der 2-1, Satan. Michael Smith. Ich mag das Game. Es hat mich jetzt gestern wieder komplett gepackt. Oder am Samstag, wo wir angefangen haben. So, damit ist eine Feldforschung schon mal fertig. Wenn du es gefunden hast, musst du es mir sagen. Ja. Team Weil jetzt ich einfach glaube, mal gerade alleine. hier zur Elf da. Weil ich glaube, alleine wirst du dann trotzdem
ein kleines Problemchen haben. Wenn er mich rankommt, definitiv ja. Vor allem, das kotzt jetzt hier bei mir auch rein wie Sau, dieses scheiß Gift da. Ja, das macht mir auch Schaden. Ich hätte ja eigentlich so schlau sein können und mir mal gucken können, ob ich irgendeine Rüstung dafür habe, aber ich war nicht so schlau. Denn dieses Scheißvieh? Vor allem vorhin habe ich es immer zugefunden. Der was zuse? Hui! Ich glaube, das erste Vieh, was wir finden, wird wirklich wieder Anja sein. Ich weiß es. Weil da, wo ich jetzt bin, Das da war das vorhin die ganze Zeit. Und das war schlecht, weil ich habe hier Pilze gefarmt. Nitro-Pilz. Oh ja. Oh, wurde Zug abgeschlossen. Ja gut, das Einzige, was ich jetzt hier gerade hinkriege, sind die Ist nicht schlimm. Beutezüge. Wir haben ja Zeit und selbst wenn wir es verkacken, die Metz hast du ja trotzdem. Ja. Aber ich finde da null an Fußspuren oder so ein Scheiß, ne? Ah, hier, alte Federn. Ah, wo habe ich denn die jetzt? Ich hab eine Spur, aber ich weiß gerade nicht wo. Willst du mich verarschen? Hier stand doch gerade alte Federn. Wo? Ach hier. Weiß ich nicht. Na, war klar. Doch. Genau jetzt charge wieder an diese Sau, ne? Also ich habe alte Federn gefunden, das wird. Jo! Immer mir nach. Ja, kleinen Moment. Mach gerade wieder Feuerwerk. Jojo. Ist nicht schlimm, ich nehme ja sowieso jede Spur mit für die Punkte. Okay, Pucke. Alles Boah, klar. safe, lass ich sie. Ich renne auch extra nicht, dass du hinterherkommst. Das ist aber nett. Ich kann heute nicht ausweichen hier. Level 2. Wie ich sowas hasse. Tag aus mal. Na, so fängt man an heute. Und gleich rein, welches Level bist du? Da sind sie wieder, die COD-Kiddies. Prestige 10, Alter. Oh, Entschuldigung. Eieiei. Dieser Kaktusfeigentee, so lecker der auch ist, der ist brutal. Ich glaube, ich krieg gleich Besuch. Ja, ich hab's gleich. Ich hab's Oh doch gerade Mann. auf der Karte gesehen. Wo ist denn das jetzt hin? Warte mal, das sehe ich jetzt auch bei dir Oh. auch, wenn du das gefunden hast, ne? Ach da, Pukai, Pukai. Puke, Puke. Ach, wie einmal. Ja, bei mir ist er gerade gewesen, aber jetzt ist er weg. Der ist Ach, rechts der oben ist jetzt. zu. Ja, der ist zu dir geflogen. Oder zumindest in die Richtung. Na dann. Ja, ich komme schon. Was ist Ja, gerade? ich habe das Problem, er hat mich halt, ne? Er hat mich halt. Ja. Ah! Okay, alles klar. Ah. Feuerwerk! Oh nein. Oh. Ich habe vergessen, dass der Gift spuckt. Ah.
Aber es klappt schon besser bei mir. Ja, ich stimme mich auch nicht ganz so doof an, mehr oder weniger. Wie jetzt hier, da am Anfang hier. Ja klar, kann man gefragt, ob es sich wieder war, so klar. Mann, ey. Ah! Oh, oh. Toll, bei meinem Powerschlag ist er jetzt ausgewichen. Ich muss mal kurz einen Wettstein benutzen. Machst du das? Ja, ja. Hey! Wenn das nicht wegläuft, hey, bleib doch mal hier! Der hatte was dagegen, dass ich meine Waffe schärfe. Och nö. Na komm. Ah. Oh, das trägst du jedes Mal bei meinem Powerschlag, ne? Aus Reichweite. Soll das? Ah. Mach langsam einen Spitz. Mach ich auch. Scheißgift. Da habe ich nicht irgendwo? Doch, da. Ach, das Vieh hat keine Schnitte. Sagst du? Was denn? Easy. Hast du irgendwo mal Knochenhaufen gesehen, ne? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Komm schon, mein Powerschlag. Ja, weil er macht wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Okay, Alter. Ich finde das so geil, wie meiner immer mit den Knochen wirft. Nein, okay. Oder, nee, nicht okay, Mann! Schnitzel! Hä? Oh oh. Deswegen habe ich gerade gesagt. Das ist gut, die bekämpfen sich. Ach ja? Aua. Also im Normalfall. Jetzt ja, ja. Das war noch gar nicht so gut. Yay, ich hab Puke-Material bekommen. Och nö. Bayern-Trainer oder wie das ausgesprochen wird. Bam, bitch. Ah, ich bin wieder in dem Scheißgift reingelaufen. Ach Mann. Hm, schade. Ich hab nochmal. Oh, ich hab eine Schuppe von ihm. Passt doch. Fisch aus geht auch alleine. Theoretisch. Was denn? MHW. Okay, das Vieh. Ach so, ja, klar. Ah, da vorne ist mir egal. Ich brauche hier mal fix Pilze. Ja, Mensch, was erzähl?
Servus. Ui. Ja. Ah, oh, ich hätte vielleicht mal schärfen sollen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, ja? Ja, ich schärfe noch mal kurz. Der ist überhaupt wieder immer noch den Charakter erstellt oder wie funktioniert das? Wieder nur zu zweit. Jawoll! Ich hab's endlich gepackt. Ich hab seinen Schwanz abgeschlagen. Also jetzt ist er nicht mehr ganz so. Ja. Was? Nee, was? Der, den du schickst, kann ich wieder aus der Liste löschen und dadurch kannst du wieder checken. Ah, okay. Boah, so ein Pisser. Aber einfach ins Bett geschickt, bin gleich da. Ich kann mich nicht bewegen, ja. Ich muss das mal kurz machen. Au. Oh nö, darfst du nicht weg? Oh. Ach, trotzdem noch getroffen. Schade. Gleich haben wir ne. Aber dass wir den Schwanz abgekriegt haben, das ist super. Wo sollen da diese Knochen offen sein? Ach da! Ach lol. Hä? Ja komm, die Zeit haben wir aber noch. Da brauche ich auch noch mal. So, dann lass uns mal diesen Vogel jagen. Meinst du? Ich will das Vieh jetzt down sehen, ich mag das nicht. Endlich wieder Schwänze. Oh ja. Und diesmal ein Doppelpack, Junge. Ach. Ach, der Raucherkalle, da ist er wieder. Wenn du dir so ein Steak bratest, hast du mehr Ausdauer. War auch nicht. Ja, ich mach das jetzt auch nicht, weil wir haben es ja fast. Ja, komm. So, gleich mal Gegengift eingesammelt. Au, schmeiße mich runter. Mich auch.
Was? Wow. Au. Scheiße. Hallo. Ich war gerade so stolz, den kompletten Gift ausgewichen zu sein und dann sowas. Die Ausweichweite. Ah! So, wo ist das Vieh? Wo ist die Leiche? Ja. Ah, sehr schön. Hi, mein Baby. Oh. Bin mal gespannt, wie oft du heute gegen Frösche trittst. Hör mir auf. Scheiß Viecher. Hä? Ja, na toll. Diese Fliegen, das sind, die geben dir Ausdauer und Leben und sowas. Wenn man sie abschießt, oder wenn man dran vorbeirennt? Vorbeirennen und Kreis drücken. Ah, okay. Zwei Gutscheinbonus, hey! Jägerrang 3. Ja, Dito. Palico Stufe 7, olle! Bling! Ah, stimmt. Ja, läuft. Ist aber Platin hier. Toll, ich bin wieder Sammelnarr. Das, ich bin der Schleuderschütze. Monster-Treffer mit Schleuder. Och, nee, jetzt fängt das schon wieder an. Hey, ich bin die Spürnase. Ja. Was hast du schon wieder einen, der jedes Mal zu Dings beitreten will oder was? Naja. Jonas schreit. Oh. Dark Souls ist schwerer. Monster der World ist aber wesentlich leichter. Wobei er die eigentlich so an sich nicht wirklich vergleichen kann. Prinzipiell, weil es komplett andere Spiele sind. Wir starten die Drachenältesten Untersuchung. Stelle sicher, dass du weißt, was du zu tun hast. Wir müssen jetzt die Gelehrten schützen. Wow, was anderes sagt er mir nie. Nur hast du gut gemacht. Was ist denn die beste Art von Quest dann? Hä? Was ist das für ein Missionsziel? Na, ja, erstmal hier die Beutezüge noch abgeben und dann erstmal zu Spiele. Ich hoffe, dass das jetzt die Sache ist, was mir gefehlt hat. Aber musst du die mal abgeben, oder was? Ja, ja. Und dann kannst du die halt immer wieder gleich annehmen. Schaust gut aus. So. Gott sei Dank ist das Vieh down. Und wir werden das noch oft genug töten müssen, aber trotzdem. Gott sei Dank haben wir es erstmal platt. Und immer schön dran denken, auch das Invi zwischendurch mal das Zeug in die Truhe zu legen, weil sonst ist auch scheiße. Ja, hab ich grad. Dann mach ich jetzt mittlerweile ja immer zu Haus, wenn wir hier wieder landen hier. Da jetzt hier der Stefan eh Zeit hat, ne, würde ich hier gerade mal vorschlagen, hier machen wir eh ein kleines Päuschen, weil dann kann ich mir kurz mal gucken, was hier Jonas will, ne? Was Bam? Ja klar,
Ich kann mein Schwert jetzt auf 396 Schaden aufwerten. Pff, Cheater. Gekonnt ist eben gekonnt. Nice. Guck ich auch gerade mal, ob ich da irgendwas machen kann. Aber ich tippe mal fast ja auch wieder auf Nein. Ah, mein Puke-Set. Oh, doch? Ja. Wenn wir jetzt noch wissen, was hier gut ist. Noch ein Baum? Ja, ne? Ja, Knochenbaum ist für den Anfang ganz gut. Das ist das, was ich auch habe. Knochengatana und Knochenbogen und. Oh, jetzt habe ich 144 Angriff. Na siehst du, geht doch. Ja. Jo. Im Vergleich zu Beginn hattest du 90 oder 96, also ist 96, ein kleiner, aber feiner. Was ist los, du Zicke, hä? Wo ist denn dein Fläschchen? Ah. Ja, ich guck mal, wo dein Fläsche ist. Ah. Nice. Und vor allem Knochen sieht auf jeden Fall aus wie der Standardbogen. Ja. Servus, Carmen. Ja, ja, dann flitze ich jetzt mal kurz, ne? Dann können wir den Nachklicken und hier einen Stefan reinschmeißen. Ja, ja, ich gehe jetzt auch noch mal kurz. So, und moins, ja. Moins, Carmen. Na, Stallarbeiten erledigt. Okay, schon mal hier. Hier mit Spitz. So, dann sage ich schon mal bis gleich. Ah ja, bis gleich. Ich lande hier schon mal gerade überall ein. Ja, ja, klar. Bevor ich es vergesse. Sicher, sicher. So, alles klar. Jo, dann bis gleich.
Den was? Den. Erzähl. Und dann? Mama. Aha. Und dann? Eieiei, weiter? Baby. So, da ist er wieder. Bibi. Doggy. Ja, den nehme ich. Den Fiebersaft nicht ohne mich. Oh, jetzt höre ich dich doppelt. Ja. Ja. Da muss wohl eine Lautsprecher drin haben, statt Headset. Hä?
Scheiße. Ja, gell? Ja, gell? Stefan? Also vielleicht kein Headset drin, sondern... Lautsprecher? Lautsprecher? Oh Gott. Hallo, Echo. Hallo? Oh. Hey, das Hallo Otto hätte er noch... Oh Gott. Jetzt? Ah, jetzt? Doch nicht. Kleiner Moment. Jo. Oh Mann. Ah, Spieler 4 passt. Mal alles doppelt sagen. Theoretisch könnte auch noch nicht. Gruppeglieder 1 von 1. Ja, ich bin schon bei der Zwischenzeit. Meinst du? Vorsicht vor der Fahrbahn zurückrennen, bitte. Upp. Hör ich nur ganz leise. Ja, wahrscheinlich, weil du irgendwie Lautsprecher oder so drin hast. Weil wir hören uns doppelt. Och nö, nicht die Tante schon wieder. Sind wir jetzt im neuen Gebiet oder was? Schaut so aus. Ey, kein Echo mehr. Wir warten schon so lange darauf, alle hin. Können wir den Wagen ein bisschen schneller schieben? Der Tod käme jetzt ungelegen, Jäger. Letzte Nacht habe ich kaum ein Auge zugetan. Ich möchte da jetzt raus und diesen neuen Hinweis sehen. Die Schlacke wurde im Wüstenteil der Wildturmödnis gefunden. Führ uns unversehrt dorthin, Partner. Schön alles nebenbei, du. Oh. Ja. Ist sicher, die Umgebung hier ist vollkommen anders als die im uralten Wald. Ja, die eine dickhäutige Frucht. Besteht aus Trockengebieten und Sümpfen. Oh, die Zug abgeschlossen, hey! Verdankt sie ihr einzigartiges Ökosystem. Also schnell sind die aber auch nicht, ne? Nee. Ey, die stellen sich an wegen dem kleinen Berg hier. Welcher Berg? Sieh mal, ein Wasserfall! Ein Wasserfall? Achso, ich bin... Wasser versickert. Was? Wasserfall? Sammelt sich in tieferen Schichten und bildet Käfer. Super. Endlich geht's mal bergauf. Ja. Nein, dann nimmt er nur den Fiebersaft von mir. Nein, deswegen. Liebe Wildexpertin, leg dich ins Zeug. Jetzt geht's bergab. Die können sich auch nicht entscheiden. Bergab, jammert so rum, bergauf, jammert so rum. Sieh dir nur dieses. Ach, Honig. Ja. Die Tiere hier sind ziemlich widerstandsfähig. Sie haben sich hervorragend. Ah, jetzt bin ich aber durch die heutige Frucht. Ich bin schon bei der zweiten. Haben gelernt zu überleben. Cheater. Die Früchte hier haben eine harte Schale, die die Feuchtigkeit hält. Ach, ich soll jetzt auf einmal wieder vorausgehen. Ihr seid mir welche. Ja.
Hey, wieder ein Fliegevieh. Was, weil mein Herz sich einstecke, nichts mehr? Okay. Liebe Zeit, wir haben's geschafft. Können wir jetzt eine Pause machen? Das ist aber schlecht. Da, der Wildturm. Dort werden wir finden, weshalb wir gekommen sind. Aber bis dahin ist es noch ein Stück. Soll ich auch um mein Leben rennen? Ich weiß es nicht. Ich kämpf gerade gegen das Vieh. Welches Vieh? Kommt noch. Ja, jetzt geht's bergab. Ja. Mann, ist das schwer. Ja, dann hast du's bald. Das, dann wieder doch, das. Wieder nicht, dann wieder doch. Dann wieder nicht, dann wieder doch. Sorry. Hey! Jetzt geht's. Hey! Ich renn mal lieber weg, hä? Ja, es hört sich jetzt mal weiter besser an. Oh ja. Meine Scheiße. Hast du das gehört? Naja, jetzt funktioniert's. Alle, seid vorsichtig. Kannst du mal vorausgehen, Partner? Was hast du denn wieder kaputt gemacht, hä? Nix, ich hab's jetzt nochmal eingeschickt, jetzt geht's. Keine Ahnung. Ah, du liebe Zeit, eine Ratian? Was ist Ratian? Ah, viel Spaß. Der ist cool. Alter, der kann nix, sieh mir schon. Den hasse ich. Fliegende Viecher hasse ich. Ja, ich auch. Aber der ist eigentlich noch machbar. Der ist nicht ganz so fix wie dieser scheiß Puke. Aber dann kann ich ja schon mal euch beitreten, oder? Dann seid ihr soweit. Keine Ahnung, ich bin... Also ich bin jetzt vor dem geflüchtet. Musste ja, leider. Nee, geht noch nicht. Dann gehe ich wieder schmieden. Ich renn, glaube ich, auch mal. Also, ich habe auf den eingeprügelt. Schaden hat er mir nicht wirklich gemacht. Bestimmt Absicht, dass ihr nicht sterben kannst oder irgendwie so. Das war still, Junge. Entschuldigung. Gerade du, ne? Der, wo sich die ganze Zeit versteckt und dann. Boah, ich bin nicht gestorben. Ja, ja. Das war furchtbar knapp. Ach Gott, das wird mir ewig nachhängen, die ganzen 400 Stunden. Ja. Dafür habe ich heute Nachmittag versucht, die komischen Haustiere zu farmen bzw. zu fangen. Für die Trophy. Gibt's doch 4 so seltene Haustiere. Ja, geht doch einfach ins Tierheim, geht's da doch. Bitte? Geht mal einfach ins Tierheim, geht schneller. Ne, 2 habe ich schon. Aber das ist ganz schön nervig. Ja, war klar, dass der Sora Magdaros eine riesige Bestie ist, aber dass er so riesig ist, ist ein echter Schock. Hey, beschütze die Forscher, Olli. Sogar die in den Unterlagen der Gilde verzeichneten. Ich frage mich, wie viele Jahre so eine Bestie wohl braucht, um derart riesig zu werden. Oh, schau! Abzeros! Pflanzenfresser, die hier leben. Eureka! Warum rennen sie weg? Die sehen verängstigt aus. Siehst du? Wenn Abzeros sich bedroht fühlen, gehen sie in Verteidigungsstellung. Was immer auch da draußen ist, na komm. Könnte auch für uns eine Gefahr darstellen. Bachott. Wir müssen vorsichtig sein. Endlich. Ich dachte schon, wir würden nie ankommen. Sieh nur. Grandios. Wie gewaltig. Was für ein tolles Exemplar. Wir sind fast da. Nicht nachlassen. Ich kann den Hinweis sehen. Das hast du gut gemacht.
Jäger. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen. Holger, warum rennst du jetzt doch mit dem Langschwert rum? Weil das eigentlich mein Zweitschar ist und mit dem farm ich viel und da ist das Schwert einfach besser. Ah, ich verstehe. Weil mit dem ist es halt wesentlich einfacher zu spielen und wenn du am Farm bist, dann muss es schon zwischendurch mal schnell gehen. Ja, ich mag das Langschwert am liebsten. Das ist nicht, das geht am leichtesten. Ist nicht ganz so langsam. Ja, vor allem mit den Fähigkeiten, die du später noch kriegst. So. Schieb weiter! Na los! Macht schon! Wann sehe ich gut aus? Ja, also Holger, ich kann weniger. Holger könnte ich jetzt beitreten. Ja, ich bin jetzt erst bei Eureka. Soll ich dann zum Holger gleich gehen? Kommst du dann auch oder wir machen was? Ich kann gerade nicht wirklich reden, weil das Vieh macht mir ganz schön Aua. Jetzt habe ich so eine Arme getötet. Wie geht es mit dem Beitreten? Au. Du musst ja wieder raus, Quest beenden und dann über die Tafel dem Holger beitreten, oder der Holger macht das gleiche bei dir. Au! Spinner, was machst du mit mir? Lass meine Katze da anrufen. Jawoll, schon mal eingebrochen, Teil. Das ist nicht meine Rippe. Nein, nein, nein! Boah. Scheiße. Ich komm jetzt mal zu dir, Jörg. Fuck. Ja? Ja, das tut mir leid. Ja. Ich muss irgendwie meine Waffe schärfen. Ich finde das gerade voll geil mit der Waffe gegen die Viecher, habe ich schon ewig nicht mehr gekämpft. Ja, ich mag das immer, wenn du zu zweit bist oder so, wenn dann die ganze Zeit die Vitalitätswespe kriegst von deinem Panico, das finde ich ganz gut. Ach, Vitalität brauchen wir nicht. Ja, du nicht, beim Verstecken hilft es immer. Oh, kann das Vieh mal stillhalten? Das ist nicht. Au, oh, fuck. Alleine mit Bogen ist auch immer scheiße. Kommt drauf an, also wenn man sich mit denen eingespielt hat, geht der ab wie Schmitz Katze. Ja, ja, nicht wenn du allein bist, gerade. Was? Wenn du allein bist, hast du immer nur den Rage. Das ist auch nicht so geil. Gar nicht. Außer jetzt. Ja, aber auch nur, weil er es jetzt unbedingt wieder ansprechen muss. Moin. Er hat meinen Mr. Satan umgehauen. Bist du jetzt hier? Ey, da rennt ja weg. Ach, bist du. So wenig Schaden machst du gar nicht, weil bei mir ist er auch erst weggerannt. Die machen auch nicht wenig Schaden, habe ich nicht behauptet.
Alter. Jawohl, wieder ein gebrochenes Teil. Oh nein, ich bin in eine Wand gebackt. Also oh nein, nicht gebackt, aber... Nein! Sau! Nein! Der hat meine Katze aufgenockt. Ist der denn bescheuert? Ah, da ist er eigentlich. Ich sah mal da, ja? Was ich jetzt? Wollte dir mal zuschauen. Zum Loot kommt er, ne? Ja, haha. Aber wo zur Hölle sieht man denn immer diese dämlichen hier abgebrochenen Teile da? Manchmal siehst du was, meistens verliert er gar nichts. Okay. Ja, nur weil du was abbrichst, heißt das nicht immer, dass es automatisch gut ist. Alles, was da liegt, das schimmert dann so weißlich. Weiß-rot meistens. Wow, voll ins Gesicht. Nochmal Waffe schärfen? Oh, na klar, ah. Ich schärfe die Waffe und das... Was? Ja, der hat mich noch getroffen hier, Schweinerei. Nein, 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 das sah sogar schön aus. Ich hab seinen Schwanz abgeschlagen. Damn. Das ist gut. Vor allem, dass es mir jetzt gleich beim ersten Mal geglückt ist. Ja, da kriegst du wieder ein bisschen besseren Loot. Genau, deswegen sage ich ja, also das klappt ja nicht immer. Aua, aua, aua. Echt jetzt? Au. Nein, jetzt läuft er weg. Und wieder ein gebrochenes Teil. Jawoll. Wo du auch aufsammeln kannst, oder wurde es bei dir nur angezeigt? Kann ich gerade nicht nachgucken, aber ich glaube, das ist einfach nur, dass ich ihm wieder was abgeschlagen habe. Also nicht sammelmäßig. Aber dafür habe ich halt den Schwanz. Das reicht mir schon. Für den ersten Try. Fuck. Holger und Schwänze, das ist dein Ding, gell? Oh ja. Jetzt habe ich einen Teil, wo ich aufsammeln kann. Och, kann der mich mal meine Waffe schmieden? Das nein. Oh nein, 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 nicht zu rennen, nicht zu rennen, nicht drauf zu rennen. Oh, danke. Ist ja nett. Au. Aua. Ja, und ich bin wieder auf ihn drauf. Nice. Und ich Idiot bin runtergesprungen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lost. Moment, Auswahl abbauen. Nix. Oh, ich doch. Schärf noch nichts. Ja, jetzt sagt er nichts, ne? Macht kein Damage hier, oder sagt dann hier nichts, ne? Ja. Ich habe heute Nachmittag so viel Zeug gefunden oder gefahren. Den scheiß Viechern suchen. So.
Ja, also, und eine Feldforschung nebenbei noch fertig. So ist das. Na, au! Warum immer genau dann? Stell dir mal vor, wie es bei mir ist. Ich muss ja, wie gesagt, zwischendurch immer die Waffe schärfen. Hör ich nicht. Ich muss jetzt mal den Trank nehmen. Und wieder ein abgetrenntes Teil. So, was ist das? Ich wegrenne. Du bist des Todes. Du hast meine Katze umgeschmissen. Im Ernst. Treffen würde, okay, Förderplatz. Das Vieh hat Glück. Nächste Feldforschung kann ich. Ein Erdkristall, ja nice. Alter Verwalter. Ich mag das Vieh, das ist nämlich nicht. Also schwer ist das nun wirklich nicht. Nee. Oh, Schlafkraut. Jetzt kommen die harten Drogen. Echt jetzt, jetzt hat sich das Vieh verbuddelt. So ein Dummes. Ich muss natürlich wieder so eine scheiß Lahmkröte treten. Oh Mann. Das war mir klar. Ich hab's dir vor ein paar Minuten noch gesagt, ne? Ja, ich bin auch noch weggekommen. Weil ich wirklich gesehen, oh scheiße, blöde Kröte wieder. Alter, wie's... Danke, Spatz, danke. Au. Du hast schon wieder meine Katze umgehauen. Irgendwie gerade überhaupt kein Glück mehr. Was für Holger, Michael Smith gewinnt 6-3 gegen Aspinall. Oh shit. Hä? Naja, aber dafür, dass es ja, also der Aspinall, dafür, dass er no, also nicht so hoch ist. Hat er gut gespielt und ist weit gekommen. Oh, dieser scheiß Schlamm. Ja, der nervt. Wie oft willst du jetzt noch wegrennen? Echt jetzt? Mag der nicht. Der ist doch angenehm.
Ja, weil er mal auf mich rennt. Hab ihn. Also dafür, dass ihr zu zweit seid, scheint da ein Partner, Jörg, nicht so viel gerade zu machen, wa? Weiß ich nicht. Ich baller genau gleich mit der gleichen Rot da drauf wie vorher auch. Aber irgendwie wirkt das nicht langsamer weg, ja. Nice. Oh, ich freue mich schon, wenn ich das Vieh auch wieder bis zum Vergasen fahren muss. Ganz toll. Ja, mit den scheiß Kronen, ey, da bist du. Ja, ich habe ja schon meine erste große Krone. Hab nebenbei immer so einen Jagras gehauen, gleich die Krone bekommen. Mahlzeit. Es bleibt halt da. Uff. Das Wort. Moin. Quest erfüllt. Zeit. Der Legolas. Mein Gott. Tja. Scheiß wie. Bist du bei der Zwischensequenz? Nö, ich jag gerade nur hier diese komischen Fische. Nein! Okay, jetzt nimmer. Nein! Quest erfüllt, jetzt. Oh, hey! Gut, du bist zurück. Oh, keine Sorge. Ich habe ein sicheres Versteck für die Gelehrten gefunden. Dum, dum, dum. Ich werde sie mal wieder einsammeln. Warte im Lager auf uns. Ui, ui, ui. Entschuldigung. Ja. Hey, du. Gehörst du zur 5. Flotte? Dann ist schon wieder eine Ältestenwache. Die Jahre vergehen schneller, als ich sie zählen kann. Ich bin auch ein Jäger. Von der 1. Flotte. Dürfte ich dich bitten, mir deine Geschichte zu erzählen? Suchen wir einen passenden Ort. Ich will jetzt keine Geschichte erzählen. Sei froh, dass der Charakter stumm ist. Ja, geht schnell. Also, mein alten Freund. Soll er Twitch anmachen, dann sieht er die Geschichte, mein Gott. Scheint, die guten Gelehrten sind unverbesserlich wie eh und je. Wenn ich fragen darf, verfolgst du das Monster, das diese Spuren... Warte, ich helfe dir spazieren. Ja. Ich ebenso. Es Hör auf, so alles runterzuschmeißen. Mein Gott. Folgen, die Wahrheit herausfinden.
Nun, es war mir eine Freude. Mein Lager ist ganz in der Nähe. Es wird dir und den anderen sicherlich eine Hilfe sein. Bitte richte dem Kommandanten aus, dass ich in Sicherheit bin. Aber eine Macht drängt mich voran und ich will sehen, wohin sie mich führt. Falls du auch diesen Drang verspürst, werden sich unsere Wege wieder kreuzen. Ist da gar. Dass alles hier endet. Das war einmal vor langer Zeit. Was? Ja, da, Fisch aber. Ich kann doch nicht lesen, weißt du. Also. 23 Minuten. Da muss ich sagen, es ist wieder geil, dass ich die PS4 am Fernseher habe, weil MHW sieht schon verdammt geil aus. So, Ladebalken, hey! Ja. Was? Hast du das Spiel Dying Light? Was ist das für eine Frage? Hä? Dying Light hat er nicht, weil das auf dem Index steht. Oder zumindest stand. Ah, hier, Stefan, du hast dieses Legierungsset an, kann das sein? Ja. Das ist doch so hässlich. Gut, dich zu sehen. Scheißegal, wie es ausschaut. Das Barrett zwei. Ich habe. Okay. Ja, zu 20% ungefähr das Wort. Na, es war 30%. Mir das so zusammengemixt, dass ich den Gesundheitsboost habe. Die 30 mehr Gesundheit. Vielen Dank. Ach, da muss ich mich auch erst wieder reinfuchsen, wie das geht. Ich habe noch so ein bisschen mal rumgeguckt und so. Das ist ja hier Gesundheitsboost Stufe 1 und da hast du einfach alle Teile zusammengewürfelt, die das haben, oder was? Ganz genau. Bei was? Ah. bei der Ausrüstung. Die hat er auf Gesundheitsboost gemacht. Will ich mich verbessern, oder was? Nee, jedes Teil hat doch hier so ein Boost halt. Also steht ja unten Fähigkeiten. Den Helm, was du anhast, hat er den Gesundheitsboost. Und er hat halt ein Set, wo jedes Teil diesen Gesundheitsboost hat. Ah, okay. Glaub ich. Also 3 Stück brauchst und dann kriegst 30 mehr Gesundheit. Gibt's ja alles Mögliche. Ich knall bei meinen, mache ich dann später Angriff. Ah. Schauen wir mal. Ich meine, ich stelle sowieso jedes Set her. Jetzt machen wir erstmal schnell Platin. Dann. Klar, easy. Hey, ich habe schon 12%. Ich habe 38 seit heute Mittag. Immer die Cheater hier, aber ja klar. Hey, bis ich die scheiß fossilen Fischdinger gefangen habe, das ist ja echt nervig. Ah, stimmt, ich muss noch die Scheiße abgeben. Fossilen Fischdinger? Ach so, ja, die eine Trophy meinst du. Hier gibt's ja vier so Haustiere, so seltene. Ja, genau. Da bin ich heute Nachmittag gute 1,5 Stunden dran gesessen und habe versucht, die zu machen. 2 habe ich gekriegt. Ja. Ja, Fisch, wer weiß das so genau?
dich zu sehen. Kluger Biologe, ja. Sieht aber nicht aus, ja. Was denn? Ich hast hinzugefügt, schnapp den Schnapper. Schnappi. Die neue Quest. Ich bin hier bei. Optional habe ich gerade gekriegt. Eine 2 Sterne. Ist ganz links unten so gesehen. Also, ach hier, ja, schnipp den Schnapper, fange ein. Genau. Das ist übrigens das wie von gestern mit dem schönen Stein in der Hand. Fangen. Ja, ja. So easy. Habt ihr das Zeug zum Fangen? Nö. Nee. Wie kriegt man denn das? Schau mal, was ich alles habe. Kannst du herstellen. Ah ja. Und wie? Gehst auf Herstellungsmenü. Ja. Oder Herstellungsliste nach rechts. Bei 6 von 13. Kannst dir Fallgrube, Schockfalle und Beruhigungsbombe. Also eigentlich Schockfalle und Beruhigungsbombe. Ah. Fallengeräte kannst du kaufen und den Rest kannst du erfinden. Ja, das mache ich aber auch erst ein bisschen später. Wo kann man die Fallengeräte kaufen? Einmal umdrehen zu dem Händler. Welcher Händler? Wenn du vor der Tafel stehst, dich einmal umdrehst und geradeaus läufst. Die, wo so schön oben drauf steht. Was? Versorgungslager, oder? Ja, genau. Nicht so weit. Rechts. Gleich der erste. Wenn du dich umdrehst von der Tafel, gleich der erste rechts. Der steht auf so Kisten. Ach, der da oben. Ach Gott, der sieht ja keine Sau. Das ist, glaube ich, 200 oder so. Ja. Ja. Ja, hier, Sword, das ist leichter gesagt, was getan, als getan. Was ist eine richtige Rüstung? Na? Definiere richtige Rüstung. Damit haben wir schon mal die Schockfalle. Einfach für später schon mal. Ach, nö. Die andere ist ja auch hier. Muss auch wieder weiter daddeln, ja, bis zum Dingsbums. Ja. Du musst bei fast allen Hauptquests. Hey, Maxi-Trank. Ah, okay. Ja, oder die Dinge kriegst du relativ schnell wieder. Diese Bubbles da. Was denn für Bubbles? Ja, ja, diese Rüstungskugeln da. Ja, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, ist mein Set schon ziemlich hoch. Einfach nur, weil ich die ganze Zeit diese Dinger gemacht habe, während ich gefarmt habe. Ja, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was er da mit, wo. Da das Problem liegen soll, sag ich jetzt mal. Ne? Also hier. Damit hier aufheben. Wozu?
Ja, machst du einen nur so dämlichen Beutezug, verpflügst du 6 Pflanzen, Sack hast du eine Rüstkugel. Also. Oh, ich hab vergessen, was der jetzt von mir will. Ah, oh, fuck. Erstellungsliste. Ich vergesse das jedes Mal. Was wäre? Lärmpilz, alles klar. Hier, ich stelle halt schon mal diese Fallen für später her. Okay, suchen wir den Gelehrten. Er muss eine Spur hinterlassen haben. Allein deswegen bin ich halt auch sehr viel unterwegs, um diese ganzen Sachen schon mal für die Herstellung zu haben, damit es nicht ewig dauert. Ja. Ja? So. Aber das mit dem Fang machen wir jetzt noch nicht, oder? Nee. Gut, dann mache ich das nämlich so lange wieder rein. Was ist denn das jetzt? Hoppa, hier der Sound ab. Ah! Und das war's. Die Viecher sind lustig. Wieso, was machst du gerade? Kleine Viecher töten. Also, du bist schon wieder am Questen. Ja, was heißt Questen? Ja, ich knall halt gerade so kleine geile Scheißviecher ab. Kelby. So. Ach, du willst jetzt deine Rüstung ein bisschen aufwerten oder was? Ne, Beutezug. Ist das? Naja. Und durch die Beutezüge machst du doch die, kriegst du doch die Kugel. Ja. Nee. Wie nee? Aber ich glaube, er ist schon wieder Hauptquest am. Ja, theoretisch ist es die Hauptquest, also. Ja. Unheimliche Schatten im Sumpf, ne? Ja. Gut. Ich starte ich nämlich dann jetzt auch mal. Ich warte in der Arena. Wieso haben die da auch Fässer, wo du dich drin verstecken kannst, oder was? Holger, weißt du, was ich gerade trinke? Du wahrscheinlich Spezi Energy, wa? Ja. Macht nichts. Ich habe hier 1 Liter Effekt. Geht auch. Schön. Ja, ne? Mit den Gewinncodes wieder? Weiß ich gar nicht. Die werden dann im Deckel oder so, ne? Ja. Nee, da ist kein Code drin. Ich habe aber die Flasche jetzt auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Wochen hier stehen. Was bei den Fangquests? Fallen in der Kiste im Lager. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Ah, stimmt, da war was. Ah, gut, dass hier die Kamera sich dahin dreht, hier wo das Viech ist, für so Idioten wie mich, die das Ding nicht finden. Was? Fußspuren? Wo? Moment mal, was ist das da? Was da? Ach, das hier. Warte! Was ist mit den Spähkäfern los? Das muss die Spur des Gelehrten sein, wenn du meinst. Die wird es ja wohl wissen. Ich weiß nicht mal, ob ich richtig laufe. Ein Fuß voreinander am besten. Weißt du? Ja. Ich weiß nicht, ich habe hier halt so Monsterspuren, ne? Ach, da ist er wieder, dieser Drache. Soll ich den? Hä? Wo hast du den Drachen wieder, ja? Ja, hier, das Vieh, was du jetzt in der letzten Mission mal kurz da ablenken musstest. Ah. Nur, ich bin gerade blind, ich weiß nicht, wohin die, was die von mir will. Tag, Green Dog.
Hey, da sind meine Fische wieder. Warte mal. Die wollen ja von mir jetzt bestimmt nicht, dass ich den Drachen da töte. Ja, ist gut, ich gehe ja schon. Ich traue mir zu, ihn zu killen, aber ich glaube, das würde jetzt anstrengend. Hier den, wo man jetzt da in der letzten Mission kurz ablenken muss. Ja, ich habe heute Nachmittag, wo ich da die Viecher gesucht habe, bin ich am Diablos vorbeigelaufen. Das war nicht so cool. Nee, das ist gar nicht cool. Da lebst du meistens nicht lange. Zumindest noch. Woneben sitzt er da? Sieht aus wie ein Barot? So. Ich bin zu blöd, die Spur des Gelehrten zu finden. Ja, deswegen steht Route 02 dran. Und mit Level 3 ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir das mal, also ich zumindest. Ich hab ihn gesehen. Nein, der Juratot, der hat den Barot nicht getötet. Das und 9 gleich vorweg, ja, Jörg, sag mal, ich will nicht gezogen werden. Was? Wir sind nochmal die Spuren von den blöden Gelehrten, ich finde die gerade nicht. Vom Hauptzelt nach rechts runter. Oh. Also anders gesagt, wenn du die Karte aufmachst, sieht dieser See. Na? Ah! Ja, Karte aufmachen ist gerade ein bisschen tricky. Was ist das denn? Also bei der 1 im Revier noch oder was? Könnte sein, ich bin gerade bei einer Zwischensequenz. Kann ich dir gleich sagen, Moment. Was? Juratus, irgendwie sowas eigentlich ist. Juratodus. Ah, na dann. Ja, shit. Moment. Nee, die 10. Dieser Drecksschlamm. Der ist toll, ne? Ja. Super. In der 10. Die 9. 4. 6. Ich finde die 10 nicht. Warte. Ah, Moment, gerade schlechtes Timing. So, jetzt. Siehst du die 4? Au. Ja? Ja, rechts daneben ist die 9. Und drüber rechts daneben ist die, das, wo du hin musst. Ja, okay. Also da wahrscheinlich, wo keine Zahl steht da, ne? Ja, ich sehe da keine 10. Ich glaube von Anfang an auch nicht, aber... Ja, mittlerweile sehe ich sie halt, weil ich ja gerade da rumfimmel hier. Au. Das ist der Fall. Wow, ein scheiß Timing. Toll, jetzt bin ich in der 11. Gut, 11 ist ja meistens eben 10. Meinst du? Glaube ja. Ja, meine Speckkäfer wollen mir gerade nicht sagen, wohin ich. Bei mir habe ich die ganze Zeit die Tussi dann gelotst. Also hat sie richtig, ich habe die Kamera wieder umgedreht, genau in die Richtung, wo ich hin muss. Echt? Bei mir macht die das gar nicht. Hm.
Hast du die alte bestochen oder was? Naja, wahrscheinlich den Noob-Bonus. Keine Ahnung. Oh nein. Naja, was ist mit dem jetzt? Ich halt wieder mal ein paar Metz. Aber der ist mal wenigstens schön gechillt hier, der Gegner. Hier, die, das Einzige, was die bei mir sagt, hier endet die Spur des Gelehrten. Ja, du musst mal, siehst du irgendwas Blaues leuchten? Nö, gar nicht. Ich sehe gar nichts leuchten. Das ist ja mein Problem. Ja, weil da müssen dann, bist du bei dem Teich? Oder bei dem See da hier halt? Also jetzt bin ich wieder bei der 10. Ja, da ist halt... Ja, da ist so ein Fluss. Ja, da ist rechts unten zu dem großen Teich. Ah, hier leuchtet was Blaues. Ja, aber ich muss ja so komische Bücher einsammeln. Na toll, jetzt kommt er wieder rein, ja? Na ja, die Schwierigkeit wurde für Mehrspielermodus angepasst. Da. Soll ich dich mal allein lassen? Ja, schwer ist der nicht. Nee. Das stimmt. Was? Fischball umbenennt. Ich habe übrigens Judas zu dem Ding gesagt. Okay. Eine 50 Bomber nach Stachelschwein und Gurke. Oh Mann. Du hast eindeutig zu lange gespielt, Death Trooper. Ey, das war unfair. Ja, zäh fix. Könnte ich auch mal diese Kamerahilfe haben, wo ich hin soll? Ich habe zwar jetzt schon ein paar blaue Sachen gefunden, aber... Ah, jetzt habe ich so ein Buch. Oh, da habe ich eine Kröte gedreht. Hab ich gerade auch nochmal. Jetzt haut er ja schon wieder ab. Was soll denn das? Oh. Ja, sei froh, dass du so weit bist. Ja, noch. Pass auf, jetzt ist dieser Stefan dabei, jetzt dauert es wieder länger. Ja gut, ihr seid auf jeden Fall schneller fertig, weil wie gesagt, ich hab noch nicht mal die Bücher alles gefunden. Irgendjemand hat eine Lebenskröte vernichtet. Ja, ich glaube, das war mein Bogen im Streuschuss. Also mir kann es halt recht sein, weil das Schlafkraut und so, das brauche ich sowieso, aber... Ach, der brüllt hier. Genau, Gott. Der Bierkampf heißt, die kämpfen jetzt gegeneinander, ne? Ja, lass sie kämpfen. Ja, mach ich jetzt auch. Ah, endlich was trinken hier. Prost. Ich geh dabei ja, wow. Ah. Ich finde immer noch keine Bücher. Die müssen halt theoretisch auffallen, weil das ist ja alles blau dann um die Bücher rum. Da hast du dann blaue Glühbumse da. Ich hab hier überall nur alles durch. Was denn? Das sind die Glühbumse. Da. Ja, ich hab nichts gesagt, oder? Was? Aber ist ja schon fertig, oder was? Hä? Ja, anscheinend, auf jeden Fall gerade noch nicht wieder an. Bitte. Kann ich eine Weile suchen. Bist du auf der Grünspur in der gerannt oder? Ja. Ja. Bomber. Die Bomber. Ich habe nur 50 Minuten Zeit für die Quest und ich finde die Bücher nicht. Ich hasse es. Die Bomber wie in Final Fantasy oder wie kann man da die Bomber vorstellen?
ist das viel, viel. Was ist das? Alter! Siehst du den Kaktus da oben? Da nicht. Naja. Kaktus? Jetzt zu spät, jetzt ist er weglaufen. Ja, ich sehe nur hier diesen anderen, da kommt gerade wieder hier dieser. Der andere halt. Ja, der von gerade eben, von der Quest davor. Barot. Ja, genau, sei doch. Es kann doch nicht sein. Gib mir doch mal hier. Gehen zurück. Können die ja den Viechern halt mal normale Namen geben, die sich ja auch merken kann? Ingo und. Ja, genau. Sowas. Günther, Hans, Friedhelm, Schein. Wilhelm, ne? Und so. Eiche. Oh. Ja, gut. Ach ja, Raucherlunge Kalle, da ist er wieder. Au. So. Ja, ich finde das nicht. Also, ich habe die grüne Spur und die führt mich aber zu einem dicken Monster. Ja. Ja, aber das nicht zu dem, wo man hin soll. Weil ich habe diesen Barot wieder. Au! Oh nein. Ich geh mal weg. Jetzt kommt er auf mich zu. Oh, ich glaube, ich habe eine gefunden. Nee. Ah ja? Wie viele Minuten hast du noch? 10? Wahrscheinlich so ein Schlag, bevor er down ist. Oh, Zeit ist abgelaufen. Oh, was hat denn dieses Scheiß hier? Ja. Haut doch jetzt mal ab hier. Na. Ey, was hält denn der Typ so rum? Das Vieh hat er halt Hunger. Mann. Kriegen die zweites Mal noch hin hier, oder? Ach, du guckst sogar an dieses Klopfen, oder was? Gerade ja, ich fand's gerade ziemlich spannend. Musste Wetten platzieren. Ja, ich bin für Günther. André. Ach, da habe ich den schönen Stamm jetzt wieder. Der von, oh. Der von gerade eben davor halt. Logo, irgendwas hier. Günther halt. Barot. Genau, sei doch. Barot? Dann nehmen wir Bertram. So. Okay. Ach, das sind wieder die anderen komischen kleinen Fische. Oh, die alle kaputt. Ja. Auch beweg dich und sehr aufstehen. Fetzer, geht doch. Ja. Wir machen mal Schaden, wenn du lootest, ne? Ja, schauen wir mal, was nachher da steht, wer ihn getötet hat. Ich? Ein Spezialfall. Alter! Wenn nicht einmal Rage Kid und den ist das Spiel. So. dann muss das Sarah wieder durchspielen. Dann bis Dienstag, Jörg. Ja. Hey, das wird echt spannend am Schluss mit den etwas besseren Monstern dann. Das wird witzig. Wir reichen die jetzt schon. Nee, noch ist echt langweilig. Langweilig? Du hast doch keine Ahnung.
Oh, ey, dieses Vieh. Jetzt weiß ich wieder, was ich nicht vermisst habe. Kleintierpfeile. Ja. Ich will mein Warmitgewehr wieder. Oh nein, oh nein, oh nein. So, Gas, wir sind fertig, ne? Steif schneller. Ja, schön. Ich habe aber auf jeden Fall schon mal wieder gebrochene Teile. Sehr schön. Das finde ich gut bei mir. Ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Erfahrungsbalken hochgehen. Ne? Also gefühlt für mich, jetzt geht die Ei runter. Ja. Jägerhöhepunkte. Ja, schwitzige Hände sind meine Höhepunkte hier. Boah. Dieses Vieh, ey. Sollen wir dem noch schnell helfen? Ach, mir egal. Ja, sobald meine... Ach nein, ich sagen, und da, noch bei und dann trinke ich so einen scheiß Trank und roll mich weg. Ich bin doch so dumm. Na, dann brichst du doch ab, oder? Wenn du trinkst und dann wegrollst. Ach, ja, aber trotzdem. Kommt alle her. Dank euch wissen unsere Forscher... Er hat Bäm, wieder ein gebrochenes Teil. So muss das. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Oh, ist er vertont hier. Ups. Lasst mich ausreden. Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Du kannst mir ja schon mal helfen. Ich muss hier kurz mal den Text mal auf dich eiern, ja. Ich bin schon unterwegs. Mit der Unterstützung der Fünften haben wir die besten Chancen. Soll er mir mal zeigen, wie das richtig geht? Beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Gib mir das Material, danke. Zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Wir brauchen einen Plan. Cool, geht's jetzt gegen Anja? Hier ist eure nächste Aufgabe. Tatsache. Kümmert euch um diesen Anjanat. Aber seid vorsichtig. Der Anjanat ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler. Ist sie das ja auch, Anja, ne? Das kann man sich einfach merken. So, fertig. Kommandant, darf ich? Ja, der ist easy, ich weiß. Ich glaube, mit dem wirst du dir auch nicht so schnell vergessen. Nee, zumindest den kannst du dir merken. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben, meinst du könntest. Ja. Ja, habe ich, wie man den anderen Kollegen hört, die man hört. Oh nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, ich will auch nicht gezogen werden. Das ist schon mit Absicht so, dass ich das Spiel erst hier am zweiten Stream da bin, ja. Und da Schuhe 3 Grad mal, oder 4, 3, 4, irgendwie so. Du hast ja auch uns mitgenommen. Genau. Nein, 3. Ich will auch nicht gezogen werden, wie gesagt. Das ist ja schlimm bei dem Spiel. Das ist schlimmer wie bei COD heute. Das ist ja Wahnsinn. Das müsste ja das hier sein, ne? Dazu? Boah, ich hasse dieses Vieh. Das ist schlimmer wie Puke Puke. Na. Nein. So. Ah, jetzt bin ich mit meinem Spezialangriff voll auf der scheiß Kröte gelandet. Da beschwer du dich nochmal über meinen Streuschuss, der aus Versehen dann so die dämliche Kröte erwischt. Ja. Ich glaube, wir werden echt beim nächsten Stream die Kategorie Monster of the World rausnehmen. Und einfach in Just Chatting ändern oder sowas, da gehen mir die ganzen Leute nicht auf den Piss hier. Ist ja furchtbar. Oh. Weil die kommen, die Frage ist, ja, kann ich mitmachen? Sagst du nee, dann geht sie wieder raus. Dann schau aus, was Hallo schreibt oder so. Mit dem fängt man heutzutage gerne eigentlich. Nee. Ja, wie mag's? Naja, COD-Kiddies. Bam! Jetzt hat er aber gesessen. Das ist mir schon beim Boston-Stream aufgefallen, ne? Die kommen rein, fragen er, ja, kann ich mitmachen? Nein, nee. Na, gehen sie wieder raus. Das ist ja nicht mal bei COD so.
Und da hinten nerven ja die ganzen Leute schon. Aber das hier ist ja extrem hier. Ist ja furchtbar. Mein Gott. Hä? Bleib halt mal stehen, du Saufig. So, lass die Kröten mir, ich komme. Ich geh mal weg. Oh, warte, Spatz, bitte jetzt nicht. Warum nicht? Bin extra da. Ja. Ah. Oh, da ist es wieder, das Feuerwerk. Ja. Boah. Versucht mal ein bisschen auf den Schwanz einzukloppen. Ich hab den nämlich extra die ganze Zeit schon bearbeitet. Ja. Okay, Streuschuss wird schwierig, aber zwei, drei oder sowas treffen da immer. Vor allem, ne, was seid denn ihr für Lacker? Bei euch bekriegen sich die Viecher. Ich muss hier die ganze Zeit alleine machen. Bei dir sind wir aber jetzt zu dritt, also beschwer dich nicht. Aber ein Vorteil hat's, der lässt so viel Schlamm hier auffüllen, da kannst du dir eine schöne Maske machen. Oh, hier ist auch eine Alarmkröte. Ja, da kommt der, da kommt dein Freund, ich hab vergessen, wie er heißt. Barot? Barbara? Ja, genau. Cool, ein Kaktor. Kaktor? Ja, genau, hau da mal drauf, das ist witzig, hab ich auch mal. Nee, nee. Nee. Was denn jetzt? Objektbeutel. Ja, lass mich in Ruhe. Oh. Ich hab schon wieder volles Envy. Wie bei. Ach, stimmt, genau, wie bei Overwatch, genau. Ja, da ging ja. Ja, stimmt. Da war es genauso. Ne, ich ändere beim nächsten Mal die Kategorie, weil das geht mir echt auf den Sack hier. Das ist ja furchtbar. Oder du schreibst dazu. Was? Wir sind vor. Ja, wir sind zu viele. Oder ja, wir sind genug. Oder sowas. Das bringt doch nichts. Das lesen doch, das liest doch keiner. Weil lesen, klar, muss ich das mal können, ne? Ja, die haben ja Kooperation mit Final Fantasy, ist gar nichts. Mann, ich. Da liegt jetzt sowas Gelbes. Sowas Weißes. Das ist jetzt so ein Teil von dem Viech. Naja, seine Schuppen, davon habe ich schon einen Haufen. Ja, du farmst ja immer heimlich. Das ja, bis du IPC nimmst, dann ist Feierabend mit den Schuppen. Oh Mann. Wie ist das eigentlich, das, was du, wenn du jetzt farmst, wird es dir nach der Story auf deinen Jägerrang aufgerechnet oder wie läuft das? Oh, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Hä? Ach komm, gib mir mal mehr als deine blöden Schuppen. Ja. Eine Flosse zum Beispiel. Hey, die Flosse. Ja. Ja, die habe ich gerade bekommen. Nebenbei noch schön die Spuren lesen. Die Punkte. Ich will das noch. Ach, verdammt. Das sieht ja cool aus.
Alter, echt jetzt? Ja. Hey, Jäger 4, olle. Oh, ich bin der Schatzsammler, der Feldforscher, der Zielzerstörer, der Sammler. Ich bin alles. Ja, ja. Vielen Dank. Mein Dark Souls 3 Video, ne, wie der Bande der Wirbelsäule farmen, ne, also diese PvP-Items da, ne. Da, ja, ja. Schreibt ja einer, ja, du grüßt dich, benutzt Heilung und rennst auch noch zu NPCs, einfach nur erbärmlich Dislike. Echt? Ja. Der hat Ahnung. Ja, ja. Wenn ich PvP spiele, grüße ich nicht. Schon mal Overwatch war, diese Gegner, hi! Ey, das mache ich zwischendurch. Im Ranked. Auch in Ranked. Ja. Ja. Das ist kein Witz, mache ich. Oh, meine. Auch wenn ich Sombra spiele, stelle ich mich dann immer dazu, mache ich mich unsichtbar, renne hin und wenn ich gerade Lust und Laune habe, grüße ich. Okay, nein. Echt? Tobi Kadachi? Oh, Tobi, das kann man sich auch merken. Mit Tobi. Ah, den brauche ich. Töte 7 Gaiaus? Ah, das waren ja gerade diese dämlichen Fische da, ne? Müssen. Ja. Sehr gut. Ja, ich bin halt gerade noch in der Laberei zwischen Sequenz. Ja, wo hast denn deine Flasche schon wieder hin? Die ist doch da. Ja. Die Flasche. Oh ja. Achso, warte mal. Diese scheiß Beute zu wieder vergessen abzugeben. Ach, wenn du die noch ein paar Mal gemacht hast, dann vergisst du das nicht mehr. Sagst du? Das ist immer, also bei mir ist das automatisch drin, sobald ich hier wieder herkomme, erstmal dahin rennen. Ja, genau. Okay. Ich bin froh, dass ich es eigentlich was mit der Truhe jetzt auf dem Kasten hab. Wow. 4:0 für Van Gerwen. Mhm. Boah. Van Gerwen ist aber auch einfach nur ein Biest. Erzähl. Pilze. Was hier heute Tag ist, das drei Mal eine Kuppel abgefarmt. Ja gut, das höre ich nicht. Ich habe immer gegankt. Mit hier diesen tollen hier roten Augapfel. Damit es zum Schleißen geht. Einfach nur irgendeinen überfallen. Ein NPC mitgezogen, ne, weil why not? 2 gegen 1 ist immer gut. Ja. So geht's bescheid am schnellsten. Und deswegen habe ich ja der Trophäentipp dafür ausgedacht, dass es halt am schnellsten geht. Ne? Und da grüßt du keinen, wenn du das haben willst. Wenn es schnell gehen soll, geht schnell. Na, so. Ne. Doch. Sollen wir eine Nebenquest machen oder was wollt ihr machen? Zur Schmiede. Ich muss erstmal, ja genau, da bin ich auch gerade, aber ich muss sie erstmal. Ja, dann wohl ja, oder? Keine Ahnung. Wir können jetzt erst die Hauptquest
Ja, mir ist es super. Einigermaßen voranbringen. Mir auch. Mir auch. Keine Panik. Erstmal schön das Invi lernen. Ne, das dauert ja immer ewig. Maximale Verbesserung erreicht. Olli! Ja gut, ne? Wurde auch Zeit. Also so. Ganz langsam komme ich hinter das Spiel. Wobei ich nochmal ganz kurz abbiegen müsste. Ja, das mache ich auch gleich. Ja, ich kann das schon mal... mal looken da. Also was jetzt? Haupt, Neben, Quest? Mir egal. Mach was du willst, ist so wurscht. Also Nebenquest ist das mit dem Fangen. Ja, wir können jetzt erst einige Hauptquests machen oder ziemlich durch an der Story und dann... schauen wir halt mal. Wollen wir gerade diesen Tobi machen? Tobi Gadachi? Gadachi? Ja, hau mal mit Tobi. Was ist da besser, Südwest oder Nordost? Weiß ja, wo der ist? Keine Ahnung. Ja, das ist ja einfach Südwest. Ich schau da nieder. Standardding, scheiß drauf. Wir können ja so lange mal Hauptquests machen, bis wir alle auf der gleichen sind und dann. Ach, lol. Mal schauen. Eins von eins, muss ich bis Zwischensequenz wieder. Ja, logisch. Nö, Fischauer meine ich. Das ist eigentlich alles eindeutig, ne, was da zu machen gibt. Also da Trophäen-Tipps brauchen wir nicht wirklich machen, weil also groß Schwierigkeiten soll es ja eigentlich gar nicht geben von den Quests her. Quatsch, von den Trophäen her. Können wir alles zusammenfassen. Grinden, Jungs, grinden. Fertig. Ja, da kommst du früher oder später an das, was du brauchst. Ja. Einfach alles umklatschen, was einfach von der Nase fliegt. Ja, so läuft es aber später wirklich ab. Ja. Ja, weil sonst, ich habe auch schon überlegt, aber ich weiß, wisst ihr da nicht was? Weil, einmal ein Fischangel, ja gut, das ist eigentlich auch klar, ne? Angel raus, rein, fertig. Ne. Ja, ja, damit können wir uns auch. Ja, für gut, die bei Haustiere, den. Für die vier seltenen, da gibt's genug. Ja. Ich habe die Goldkorn, ja gut, mit den Events zum Beispiel und so weiter, ja. Die Dropchance erhöhen. Ja, gut, das, ja gut, das können wir eventuell machen, ja. Stimmt, da ist Rechtswort, das ist eine so. Möglichkeit. So. Ich brauche jetzt aber mal so 6-7 Minuten, weil ich möchte mal kurz aufs Klo und nochmal kurz was essen. Ja, ich. Klo und dampfen. Alles klar, dann bis gleich. Dann bis gleich, ciao. Oh, bis gleich. Wenn ich irgendwann richtig drin sein sollte, Fischhaber, dann könnte ich das machen. Aber Stand jetzt zum Beispiel kann ich es nicht machen. Da wäre eher sowas hier wie SWAT oder ja, Death Troop oder so. Die bessere Wahl, würde ich mal meinen. Ja, genau. Kurze Pause, ich gehe gleich wieder weiter, bis gleich.
Ah, so. Nein! Schatz, mach den weg! Der hat's jetzt im Mund gehabt. Baby, zeig mal her, hast du dich geschnitten? So, da ist er wieder. Bibi. Okay. Tür ist ja auch schon los, wie ja, war ne? Denn das jetzt noch... Nee, gleich. Wie war denn das jetzt nochmal mit dieser Spezialausrüstung da, wovon die jetzt gelabert haben? Was? Ja, die haben doch gerade bei der Quest von der Spezialausrüstung geredet, aber ich habe vergessen, wie das ging. Hallo, ich denke mal, das wird jetzt gleich in der Quest erklärt. Danke, danke, danke. Ja, ich habe das leider ein bisschen übersprungen. Ja, ich auch. Aber wenn es jetzt hier gleich nicht erklärt wird, habe ich eh ein Problem. Um ein Spezialwerkzeug zu verwenden, musst du es via Objektbalken ausrüsten. Via Objektbalken ausrüsten. Okay. Objekte. Allerdings kannst du sie nur für eine begrenzte Zeit nutzen. Wenn dein Werkzeug die Arbeit einstellt, sorge dich nicht. Es wird nach einer Weile wieder einsatzbereit sein. Das Gillimantel oder was? Hä? Ach ja. Was denn? Geknackt wer rum? Ja, ich hab mal kurz das Headset rein und raus gesteckt. Also. Ich hab heute irgendwie ein paar Soundprobleme, dass das Spielsound und auch hier unser Gelaber zwischendurch unterbrochen wird. Okay. Also so ganz kurz. Ah, so. Aber jetzt dreht mir wieder die Kamera da ein, wo ich hin muss. What the fuck? Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade nach rechts gucken und dann dreht er nach links. Baby, lass mein Handy. Ach hier, Chili-Mantel. Also Giddy, aber ich nenne ihn immer Chili. Ja, genau. Bei mir macht er das nicht. Ich weiß nicht, wohin ich laufen soll. Das ist so Beschiss. Oh oh. Ich glaube, ich hab's. Musst du nach oben, unten, links, rechts? Warte mal. Also mich schickt er jetzt hier nach... durch die 2 nach 11. Ja, ich muss gerade erstmal einzigartige Pilze hier sammeln.
Wow, da bin ich am falschen Lager gespawnt. Naja. Ja, ich habe die Seite des Ostens wieder genommen, das ist südwestlich oder irgendwie sowas. Was, das passiert? Ach, okay. Der Mike jetzt hier gerade hier, da das Wort. Das passiert, sobald man die richtige Fährte gefunden hat. Okay. Ich weiß es halt nicht mehr. Aber dadurch, dass das bei dir so oft macht, bei mir gar nicht. Durch die 2 nach 11. Oh oh. Also ich habe eine Sequenz. In so einem Nest. Okay. Auf jeden Fall tippe ich mal auf ein Viech mit Federn. Naja. Oder auch nicht. Ich komm dann gleich zu dir, wenn die Sequenz bei dir vorbei ist. Ja, ist vorbei. Sobald's. Ja, geht. Wo soll ich denn hingehen? Ja, Folge der Spur. Ja, welcher denn? Nein, 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 das lässt schön bleiben. Au! Hä? Fußspur? Oh, meine Kleine hat ihre Küche wieder angemacht. So, ich bin jetzt auch bei der Sequenz. Au. Was ist denn hinten? Ach, da. Ausprobieren. Ah. Ah, da war es unsichtbar, lol. Für den zumindest. Ja, ja, stand ja auch da. Achso, stand es dran. Alter. Ey, wieder Material, nice. Oh oh. Feuerwerk! Habt ihr euch denn versteckt? Oben auf dem Baum. Jetzt sind wir weg. Ach, da. Ja, will ich kommen. Ja. Ja, der ist übrigens jetzt hier auch wieder sehr angenehm, der Gegner, ja. Ach, Spätzchen, komm schon. Hui. Ah, du bist ja. Hm.
Da kommt noch irgendein Alpins hier unterwegs. Oh shit! Oh, hat der mir jetzt eine verpasst? Alter! Geh doch weg! Echt jetzt? Komm, geh auf die Jagd. Alter! Das Vieh ist aber an dir. Ja, als Nahkämpfer ist das nicht so angenehm. Nee, ist es auch nicht. Ah, Moment. Lass uns mal die Waffe schärfen. Ich vergesse das jedes Mal. Au. Au. Der mit seinem Scheiß. Ja, immer das heißt Kugelhagel. Bus! Wie du mit dem komischen Zack, den du da hochschießt. Der Stuntmecher. Hui! So, jetzt mal runter auf, was ich, zwei live. Yep. Der macht gut Aua. Ja, aber auch nur mit dieser komischen Donnerpeste in Verbindung. Was die tolle Expeditionsdame da sagt. Anstatt sie mal hilft, ne? Nur klüge Sprüche reißen kann sie. Die steht immer im Hintergrund und labert. Ja, so ein Team, so ein Teamkollegen braucht man. Ach Moment, wir haben hier Stefan, der sich nur versteckt. Ist das so klar, was das jetzt wieder kommt? Komm, war aber schön gesagt. Ja, ja, aber super. Alles gut. Nein, das Viech liegt am Boden, was macht er? Er sitzt auch mal hin und schärft eine Runde. Ich hasse dieses Monstergebrüll, wenn es dann auch noch gestunt ist. Reicht ja nicht, was dass der sowieso schon stunt. Jetzt halt auf das. Oh, leck shit. Hey! Jawohl. Mr. Satan, hilf mir. Boah, hätte er nicht eine Sekunde später brüllen können? Nein. Wieder weg, oder was? Ja, ja. Kann ich ja meine Waffe schärfen. Das ist das einzig Nervige an so einem Schwert. Ständig ja, das Ding wieder schärfen muss. Auf jeden Fall. Jetzt kannst du ein bisschen schneller laufen? Ja, ich? Ja, natürlich. Nur ich loote. Eiert an der Gegend. Und schon wieder, Alter. Was? Ah, okay. Ja, ne. Ah, cool. Blitzwaffen ganz gern, ja. Ja. Was? Killiman kann wieder benutzt werden. Okay, wow, der da war auch eine lange Respawn. Quatsch. Hier. Da, na? Zeit. Abkriegt, genau. Ja, da. Boah, ich hab nur noch zwei Megatränke. Das ist grad schlecht. Ich muss auf jeden Fall dann wieder fahren gehen.
speziell? Ja. Gift? Das sind doch die, na, die komischen Giftpflanzen, die da rumstehen. So, was looten wir jetzt? Was? Ey, diese blöde grüne Spur, ne, die verarscht mich gerade. Ja, ja, von Jörn besiegt, Anderson 6:1. Wow, war aber irgendwie klar. Ach, da bist du ja. Komm, ich habe extra die Giftfalle aufgestellt, jetzt komm hier rein. Jawohl, er ist vergiftet. Da cheatet schon wieder mit Fall. Ja, du bist doch selber gegen diese Pflanze gekommen und ich habe das Vieh halt reingelockt. So. Dass sie ihm abhauen müssen. Boah. Dass der so viel Schaden machen muss. Nö. Überhaupt nicht. Und nochmal vergiftet. Es deckt sich das Gift oder läuft es halt wie bei uns ja so auch irgendwann ab? Leider. Los, Stefan, hau auf. Alles mit, was uns helfen kann. Werde ich den schon mit Bomben runterschießen hier. Bam! Stirb endlich. Also langsam macht die Spiellaune. Weißt du? Bin zwar immer noch so halb überfordert, das recht hier, wenn ich auf dieses komische Wasser, das hier Ausrüstung umwandeln oder so einen Scheiß drauf gehe. Ja, das wird noch sehr interessant, aber so, wenn du es irgendwann mal ein bisschen verstanden hast, dann geht das schon. Ja. Und das ist der einsteigerfreundlichste Teil. Nochmal ein paar Fußspuren von der Anja sammeln, wenn wir schon mal da sind. Wie weit bist du? Sollen wir dir noch schnell helfen oder kommst du klar? Ich weiß nicht, wie weit er ist. Ja, dann komm ich mal vorbei. Also, mir ist das wurscht. Groß Jagras, jawoll. Jetzt machen wir mit hier. Der soll nicht mich hauen. Zum Alter, die Anja jetzt gehen zwei von den Bussen. Ja, die prügeln sich jetzt. Aber irgendwie doch nicht. Ja, bis die Anja kommt. Hey, gebrochenes Teil. Sehr nice. Oh. Alter, der hat mir schon wieder so einer verpasst. Aber wenn man den Loot, sag ich mal, verpassen würde und nicht looten würde, also aufsammeln würde, was wird einem nicht hinterhergeschickt, oder? Nein. Okay. Ach komm schon, dieses fucking Gestanne. Aber dafür kriegst du ja am Schluss noch mehr Loot, also ja. Nicht nur das, was du sammelst, sondern du kriegst ja als Questbelohnung Loot. Jop. Ey, und schon wieder macht das ein scheiß Gebrüll. Ich hasse es. Jäger der Fünften, kommt zu mir. Ich habe eine dringende Quest für euch. Jäger der Fünften. Ach, jetzt habe ich ne gleich.
er schwankt schon. Ja, dann hält er ihn immer lange aus, ja. Dann lasse ich dich allein. Und jetzt bin ich auch noch oben auf mit drauf. Nice. Elansturm, jetzt geht's ab. Bam, bam, bam. Nicht so wichtig. Wenn man oben auf den Elmer drauf ist und den dann umgeboxt hat, das macht es richtig brauch. Videosequenz von dem Baum? Nein. Echt jetzt? Wird ständig größer hier. Ah. Aber ich habe mit dem Charakter irgendwie mehr Lootglück als wie mit den anderen. Ah, oh, jetzt habe ich endlich das gute Showtel. Shit. Kommt denn als nächstes? Ah. Cool, ich kann das anbauen. Ja, da kannst du zum. Ja, das ist ziemlich wichtig. Aber dafür brauchst du die komischen Punkte da, ne? Diese Forschungspunkte da. Nee, nur zum Düngen. Ja, genau. Zum Anbauen selber nicht. Ja, aber es wächst auch ohne Düngen. Muss wieder Unkraut jäten? Nee, muss gar nichts. Wie im echten Leben. Ja, genau. Ja, wie im Supermarkt. Okay, 20 Narrenkakteen. Aha. Was? Egal, wer am Dienstag Weltmeister wird, er ist Michael. Oh Mann. Ja. Immerhin, dann würde ich 100 Euro auf Michael setzen. Meinst du, dass das so einfach ist? Bestimmt. Zwei Pflanzenfresser-Eier. Okay. Nebenquests. Und schon wieder der Großjagdras mit dem anderen Vieh. Das ist doch jetzt ein Witz. Also ich bin jetzt noch von den Hauptquests her, glaube ich, 5 vor euch. Ja. Voll, mir fällt immer noch so ein scheiß Material für meinen Bogen verbessern und ich weiß immer noch nicht, welches es sein soll. Steht doch da. Nein, frei sein steht da. Was? Ja, umso weiter du in den Hauptquests vorankommst, umso mehr steht dann da. Das sagst du. Ist auch so. Na also, da ist er down. Was brauche ich jetzt für scheiß Materialien wieder? Vergesse es immer. Asche, hä? Die Elektrode. Ah. Ach. Gott sei Dank, das Vieh war nervig. Hat mir auch fast alle Tränke, also ja, super Tränke hat es mir alle gekostet. Dämliches Vieh. Olli.
Kantine wurde verbessert. Jawohl. Endlich, jetzt gibt's nicht mehr Fraß außen Aldi, jetzt gibt's schon Lidl. Oh Mann. Hammermäßig, danke. Keine Ahnung, ob das gut ist, aber sieht auf jeden Fall lustig aus. Ach, das musste okay, sein. Ich mach auf jeden Fall Honig. Oh Mann. Ja, Honig habe ich auch, das Brot, aber auch so viel von dem Honig, das ist. Ja, deswegen, allein schon für die ganzen Tränke. Aber wie gesagt, ich bin gar nicht mehr drin. Wie war denn das jetzt? Das, irgendwann steht dann da, dass das fertig ist, ne? Dass du abernten kannst. Sobald eins voll ist, sagt er dir jedes Mal, du kannst abernten. Also sobald ein Feld voll ist und ein Feld sind immer zwei Honig. Heißt, der nervt dich die ganze Zeit, dass du da was holen sollst. Finde ich gut. Weil sonst würde ich es eh vergessen. Ich hab schon so viel. Was kann ich jetzt noch bauen? Ist ja wohl nicht. Ja, wie machen wir das jetzt eigentlich? Sollen wir dann erstmal ja die Hausstory mehr oder weniger immer so weiter triggern, so jeder nach und da ja, teils hier hilft man halt gegenseitig oder wie oder was? Oder wie? Wir können ja jetzt noch, wie gesagt, 5 Missionen bin ich vor euch. Wenn wir so weit machen wie ich bin, dann können wir uns ja immer eine Hauptstory machen von einem. Also von dir halt, Jörg. Ja. Dann gehe ich raus und dann helfen alle dir. Würde ich sagen, ist am einfachsten. Weil wenn du streamst und okay, immer wieder rausgehst, ist ja scheiße. Ja, aber echt. Ja. Es wird Zeit, den Schutz der Basis. Rede mit der wilden Expertin. Im Ernst? Oh. Will ich mit dir reden? Du hättest lieber Knall die Wildexpertin, oder? Ja. Wir packen das. So. Ein Janat. Ah, Megatrinke habe ich wieder. Ah, easy. Megatrinke. Ich hab. Brauchst welche? Nö, noch nicht. Wie gesagt, ich farm ja sowieso. An Tagen, wo nichts ist, mache ich mir immer hier ein paar Feldforschung. Hier die Dinger da halt. Und da komme ich dann immer wieder zu welchen. Ich hatte ja heute, wo wir angefangen haben, über 40 oder 50 Stück. Machst du dann auch Monsterblatt oder machst du bloß? Je nachdem, wenn der Beutezug mir sagt, ich soll zwei große Leute, also Viecher töten. Also, zwei große Leute. Ja. Hast du Maxi-Tränke auch schon gemacht und Energy-Drinks? Maxi-Tränke habe ich 2-3 Stück, ja. Maxi-King. Energy trinke ich gerade. Reicht ja auch. Maxi habe ich 27. Also wenn ihr heute Abend von der Gasexplosion in Bebra lest, nicht wundern, das bin ich. Es gab wieder Käse und Sahne und so. Und so. Oh mein Gott. Nee, Fischau, das ist nur das Gebiet jetzt hier, das Waldgebiet da. Also davor waren wir ja in diesem Wüstending noch. Machst du jetzt schon die nächste Hauptquest, oder? Ja, Anjanat. Ah, Anja. Genau. Warte mal, da muss ich schauen, dass ich für eine Waffe nehme.
Ich weiß nicht, sieht man das nicht hier auch? Nee, du kannst hier bei dem komischen Typ, der auf den Büchern hockt, ökologischer Forscher. Da ist die Waldkarte. Kannst du ja schauen. Was? Kannst du schauen, was für welche Monster gut ist? Welches Element? Ja, das ist genau gleich wie gestern bei Mittelerde. Das funktioniert super. Ja. Hat doch funktioniert, kurz vor Ende. Jetzt ja. Ganz ruhig. Das war perfekt getimed von dir. Ja, mit dem Disconnect, ja. Warte mal, sind die zu klein oder zu groß? Kuckuck! Zu weder noch anscheinend. Jeder mit der Wildexperte. Alles klar. Meine Güte, ey, die alte, die geht dann aber auch im Sack. Wir sind stundenlang auf der Jagd und anstatt die uns mal ein bisschen entgegenkommt, ne? Du rennst jetzt erstmal 10.000 Treppen hoch und dann redest du mit mir, so. Dann sagt sie dir, die Quest kannst du auch an der Anschlagtafel abholen. Ja, genau. Das hätte sich die alte sparen können. So, wen töten wir jetzt? Anja. Juhu! Wetten, jetzt muss ich die wieder eine halbe Stunde suchen. Vorhin ist sie mir andauernd über mich gerannt. Zumindest die Spur, dass die Kamera wieder dahin sieht. Ja, ich meine, du hast wahrscheinlich wirklich so diesen Anfängerbonus, ich weiß es nicht. Töte 7 Gaios. Achso, das ist dieses. Die Fische, glaube ich, oder? Ja. Ich bin nur gerade beim Koch, der hat wieder einen Haufen Nebenquests. Was ganz gut. Okay, da lang. Das ist so praktisch mit dem Kameradrehen. Ich weiß echt nicht. Obwohl, das dürfte mir jetzt eigentlich, müsste mir das auch passieren, weil ich habe von der sehr, sehr viel, wie heißt das, Forschung halt. Was ist denn jetzt los? Ich will an der Kantine was essen und krieg eine Zwischensequenz. Hau ab, Dicker! Also! Oh. Ja, aber wo Zwischensequenz? Ah, da ist er, die Anja. Ich glaube, die wird mich jetzt ein paar Mal killen. Ah, pfff. One shot. Also die mich. Ja, ich hab mein Dingens nicht mehr an. Diesen Knochenhelm habe ich nicht an. Möchtest du die Quest verlassen? Nein. Aufbrechen. Ja. Muss ich diesen Jahrgras töten? Wenn die nicht erstmal gegeneinander kämpfen können, so in Spannung, dass ich erstmal zugucken kann. Was, bei dir kämpfen die Acker gegeneinander? Oh Gott. Ja. Blau gegen Rot. Oh, die Rot musste aufpassen. Wollte gerade sagen, ich glaube, der hat sich für die rote Pille entschieden. Oh Gott, Alter, hat der das war jetzt Matrix im Spiel. Der nahende zieht der. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel Verteidigung du hast, also ich bin gerade noch bei 68. Weniger, glaube ich. Weiß ich sogar nicht. Haha, daneben. Also ich finde, ab dem wird's ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Rennt der jetzt weg oder was? Nee. Krass. Aber auch cooler.
Der Pfeil direkt ins Maul mag er nicht so unbedingt, ne? Nope. Vor allem so ein Feuerwerkspfeil, der tut auch richtig gut. Oh Gott, dieses Käsegetöns sich jetzt nicht erst toll. So, ich habe gerade Feuerwerk ins Arsch geschossen. Mag er auch nicht. Autsch. Nee, mag er nicht. Das darfst du im Darkroom darfst du das nicht machen. Weil dann wirst du ja gesehen und so und das mögen die nicht. Alter, haust jetzt mal ab, danke. Puh. Ich geh auch mal zu deinem. Ja, toll, ne? Kaum wieder zack, wieder wird der Mehrspielermodus angepasst, ist Aggro hoch 10. Was soll denn das? Bling, erste Freunde. Hä? Ich hab Zusel gefunden. Das ist meine. Das ist doch das Vieh von dir. Ja. Hä, wie, nice. Wo hast du sie gefunden? Ich bin jetzt ganz normal auf der Jagd zu Anja und da stand auf einmal dein Zuselvieh. Hä? Okay. Nice. Gehilft, liebe Holger. Wer steht hinter mir? Halt bei dir auch mal den Flauschanzug an. Holger? Was? Die Zusel hat ja auch hier den so einen Flauschanzug an. Nee, die sieht bei mir normal aus, glaube ich. Oh, langweilig. Okay. Beim Flauschanzug, da hast du der ja hundertprozentig auch dieses Knochenset angezogen, ne? Nein. Nicht? Frag mich nicht mehr, wie es hieß. Keine Ahnung. Ich hab dich jetzt aber gefragt. Mit den Schuppen war das, mit den Jagdschuppen. Okay. Oh, jetzt habe ich mal dieses Kameradrehen gehabt. Nice. Müssen die Anja jetzt. Den Baum hoch. Die ist cool. Ich weiß nicht warum. Ich meckere immer über die, aber ich finde die cool. Ich finde den auch echt cool, aber ich mag den nicht. Also gegen ihn kämpfen tue ich halt auch ungern. Ich seh dich. Zwischensequenz. Olli. Oh, die hat gerade ein Hüngerchen. Hä? Über mir. What? Was? Da. Ich hab mich verlaufen. Einfach den Baum ganz hoch. Ja, genau, da ist er. Da, guck gleich wieder ein Arschpfeil. Vorsicht, piekst. Oh. Ah. Oh nö, jetzt kann er aufbrüllen. Na toll. Ach, da ist er ja. Oh. Ja. Alter! Ja, au. Ich hab dich auch vermisst. Jetzt schmeißt er mich vom Baum runter. Ich glaub, du spinnst. Nein, so. Jetzt springt der Baum runter. Was ist das? Ja, jetzt nicht nur den Gegner schwerer machen, sondern auch was machen die, ne? Alter. Mir reicht, wenn ich dich leiden sehe. What? Was will denn der an jetzt? Oh, ich mach gar nichts mehr. Fuck. Scheiße, jetzt kommt der Rater los. Hey, aber dein Zuselvieh hat mir gerade eine Vitalwespe da geschickt. Bei uns kämpfen gerade Fliegeviech gegen Anjanat. Hä?
Was? Dieses Drecksvieh. Ist das. Er ist zu ist hoch, geil, hau ab. Ich hab dir gar nicht mehr gesehen, ich dachte, der ist abgehauen. Sonst ist der Rathalos kommen. Was habt ihr denn für Lack ohne Mist? Der hat immer zu Kamera. Wieso Lack? Der hat mich gerade insta gekillt. Lack, sagt er. Halt der kommt angeflogen von hinten, batsch tot. Ja, geil. Lack. Ja, also wenn ich das immer höre, bei dir helfen Viecher beim Campen. Du hast die Kamera immer auf deiner Seite. Ja, dafür hat er auch mich, also von dem her. Ach ja. Ja, okay, das stimmt. Handicap. Ja, das ist echt so, das ist mal vorher schon aufgefallen, wenn es dran steht, ist er blablabla, das ist vorbeigetreten, ja, und also, sobald die Meldung dann noch kommt, wurde da der Mehrspielermodus angepasst, ne, habt da also die voll Akku. Die sind auf einmal voll anders, die Viecher. Ach so, ja, gut, ich hab das vergessen, die kämpfen ja bei mir jetzt auch gegeneinander, weil das gehört zu des Dings. Was? Ach komm, der ist so daneben gerannt. Oh oh, ich hab das falsche Vieh gehittet. Oh oh. Da hinten steht Gesundheit. Ja, ich hab's gerade gelesen. Oh. Ich hab das Fliegevieh, ich hab das aus Versehen gehittet. Und da hat er es mir jetzt eine volle Ladung verpasst. Ja, sowas bei uns auch. Was eigentlich scheiße ist, weil das war genau in dem Moment, wo ich auf die Anja hätte springen können. Haut er jetzt wieder ab, sehr gut. Ja. Kann man es nochmal voll heilen. Mit was stellst du das Ding dahin? Dieses komische Geblubber hier? Das kriegst du später erst. Achso. Das ist wie dein Mantel. Ah, okay. Wie lange hat das Ding Cooldown? Keine Ahnung. 20 Jahre. Mindestens. Heck. Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh. Da ist er ja. Ja. Moment, komm auch gleich, ich muss hier kurz hier abholen. Der Zuse rennt die ganze Zeit gerade bei mir mit rum, ne? Ist normal, wenn du Freunde bist. Da hast du zwei. Also deinen und den anderen halt, also in dem Fall meinen. Ja, der tut mir auch leid, der hat mir gerade mal erzählt, was du dem alles angetan hast, also. Was denn? Der hat eine schicke neue Ausrüstung gekriegt. Passend für den Winter. Mit Fell. Ey, diese scheiß Käfer, ne? Also, Popo-Treffer mag er nicht hier. Ich treffe den mit meinem Spezialangriff, das nervt mich jetzt. Der direkte Sicht ist aber nach wie vor im Blödsinn, aber ihm. Mag er auch nicht so gehen. Nee. Haha, daneben. Haha. Oh shit. Ey, Anja, ich hab dich wieder gefunden. Aua. Oh. Silvester und Popo. Warum hat meiner jetzt die Schwert nicht ausgepackt? Ist der mit doof gescheuert? Schwert nicht ausgepackt. Ich hab die nicht mal getroffen und die rennt schon wieder weg. Die ist so, jetzt verstehe ich das. Alter, au.
Was? Oh oh. Hä? Was habe ich denn jetzt noch? Hm. Oh, Gott sei Dank. Verdammt. Da kannst du wieder Gesundheit holen. Ja. Hui, alles am Ende hier. Da war er jetzt aber hier gut pissig. Ich glaube, ich soll das Feuerwerk im Popo weglassen. Obwohl, du gehst Holger nachher ja auch, ne? Ich denke schon. Da knallt es in der Schüssel. Hör mir auf, mir brennt jetzt schon, ne? Ja. Bei mir brennt es jetzt schon. Oh, doch nicht. Ja, Feuerwerk. Feuerwerk in Popo ist immer noch was anderes wie Feuerwerk aus dem Popo. Ja, gut. Macht keinen großen Unterschied, so wie das brennt. Ich hab lieber raus wie rein. Das ist die Hauptquest. Ach, verdammt. Was? Hallo? Hier hat eine vorher geschrieben, grüß mich doch Rossmann, anstatt du mich gleich anspringst, ne? Das ist PvP, aber egal. Sowas von unfreundlich hier. Super da. Ich glaube, da habe ich den geballert. So. Alter. Ey, ich bin doch ausgewichen. Das ist doch verarscht gerade. Hä? Wo ist das sie schon wieder? Oh Mann. Aber jetzt humpelt er. Ich krieg keinen Schlag gerade. Kapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die schweren Schaden verursachen kann. Bombenkapsel? Ja, mittlerweile ja, also macht echt gut Spaß, ja. Aber ja, nur ein bisschen was nur eingelesen hier nebenbei mal hier, wo ich mal Zeit hatte, ja. Mit dem Goggle und so. Ja. Wird auf jeden Fall immer besser. Ah! Bleib halt. Der geht immer auf dich als erstes. Das ist echt faszinierend. Ja, aber seitdem du da bist. Sonst war eher meine Katze hier da. Bis jetzt frisst ihr mich, oder was? Super scheiße. Was? Alter. Jetzt hatte ich auch so einen Schlag abbekommen. Mit einem Ding, vielleicht noch so zwei, drei neben. Alter, wow. Ja. Drei Schläge hintereinander und weg. Einmal darfst du noch sterben. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich, also das Viech ist einiges härter, sobald dran steht hier, blablabla, wurde mir Spielmodus angepasst. Alter! Werden wir jetzt wohl noch hinkriegen. Viel hat doch der noch. Wow, und jetzt war es bei mir in der Falle drin. Und ich war zu blöd, auf den zu hauen. Ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist, ey. Na, dann Flosse. Naja, Knochenhaufen erstmal machen. Ach, jetzt kämpfen die zwei wieder gegeneinander. Wollte ich gerade sagen, das hört sich auch fast wieder so an, wie eine andere Viecher da wäre. Ja, mach diesmal nicht den Fehler, lass die einfach erstmal kämpfen. Ja, ja. Weil. Das war einfach nur Pech, dass ich den mit dem letzten Schlag, habe ich den gerade so noch mit meiner Schwertspitze getroffen, das Fliegevieh, ey. Bist du wieder weggelaufen? Hol dir Rathalos Schuppe. Hui.
Ist der da unten oder wo ist der? Ja, ja. Ah, da. Ist unten wieder. Hui! Jetzt geht er wieder hoch. Jetzt macht er auch noch Feuerschaden. Ich hasse es so. Ich bleib halt mal da. Okay, der ist gerade richtig sauer auf mich. Jetzt hat er mit einmal diesen Feuerstoß hat er nicht gekillt. Nee, der ist brutal. Ab dem wird's nicht anspruchsvoller. Ja, ich darf jetzt auch nur noch einmal sterben. Oh, es wird aber hier, du Scheißvieh. Echt? Naja. Greift hier Drecksviecher mich jetzt auch noch an, dann raste ich aus. Ist eingeschlafen hier, oder was? Ne, ist er nicht hoch, die Ranke hoch. Genau, ich wieder los, das Brett und Kopf weg. War es ja kein Scheiß an, ja. Brav. Nein, aber. Ja, mit dem Einfachfangen ist immer gut. Da haben wir beim letzten Mal schon das Thema. Ich habe hier noch nie Fallen bisher benutzt, also nehmen wir keine Ahnung. Oh. Ja, ihr macht danach hier diese komische optionale Quest da, da ist er hier mit Fangen. Ich habe den Schwanz von dir abgeschlagen. Ja, dachte ich mir. Scheiße. Ja. Komisch. Ey, was habe ich denn, also ich, selbst wenn ich es jetzt nicht schaffe, es hat schon wieder beim ersten Mal geklappt, dass ich dem Vieh den Schwanz abschlage. Heute ist komisch. Sollen wir zum Holger gehen? Oder wie oft darfst du noch sterben? Einmal. Naja, das kriegst du auch allein hin. Kann ich das Viech jetzt gerade einfach mal ausprobieren, komplett solo? Weil ich denke mir echt, weil sobald du reinkommst, ist das Ding extremst aggressiver. Wenn du willst, kein Problem. Ja. Logisch. Einfach nur mal so zum Testen. Ob ich da richtig liege, weil ist mir ja vorher auch schon aufgefallen. Kein Problem. Boah, also Rost. Ne, warte mal. Ja, hab ich ja immer probiert, Jack. Ne? Nur manchmal geht's halt nicht. Dann schieße ich halt keine Ahnung wohin, auf jeden Fall auf ihn. Aber es ist nicht sein Schwanz ist. Hm.
geht mir das Vieh gerade so hart auf den Piss. Oh, kannst du nicht mal stehen bleiben, wie ein braves Monster? West wird geladen, 2 Jahre später. Aber das Navi wollen sie echt anders machen können. Das ist das einzige Navi gerne im Spiel hier. Was mit dem Laden oder mit dem Multiplayer? Ja, beides in Kombination so gesehen. Also das Laden klar im Vordergrund, weil das nervt die Hölle. No. Ja. Oh. Na gut, das ist im Multiplayer ist auch so nicht. Naja. Weil wird auf was? Ich meine, bei 300 Spielstunden oder sowas hast du locker 10 Stunden von nur Ladezeit. Ja, das kann sogar gut hinhauen. Ja. Wobei es gibt auch noch andere Games, die auch so ähnlich waren wie Bloodborne zum Beispiel. Ja, aber da auch nur bis es gepatcht wurde. Ja, genau. Deswegen muss es mir, wie gesagt, bei Final Fantasy, ne, dass es so installiert, gefühlt. Also. Oh nein, lass das Feuer bitte. Ja, 2 Terabyte Hybrid habe ich. Och. Und tot. Oh, nein. Ich kann es echt nicht lassen. Dieser Feuerstoß ist einfach zu brutal. Hey, ja, na. Die Kröte, die ich gerade treten musste. Das ist das Beste, wenn ich spiele, die Kröten. Was mich jetzt halt ärgert, dass ich den Schwanz halt von dem Vieh abhatte. Hättest du schon mal looten können. Ja, bringt dir aber nichts. Wenn du tot bist, kriegst du nichts. Ach so, ja. Hm. Ich habe jetzt nur, weil es mein Palico einstecken hat, einen Monsterknochen bekommen. Aber Die Beutequests, die du da draußen abgeschlossen hast, die zählen ja als abgeschlossen nach wie vor. Ja, die schon, aber was? Das ist ja was anderes. Okay. Ja, keine Ahnung. Oh, hallo Anja. Na, kennst du mich noch? Du kannst deine Ernte abholen. Oh nee. Brille. Du doch hier. Oh, bist wie. Oh ja. Die hab ich verarscht. Boah.
bleiben. Ja. Naja, also theoretisch ist es logisch, mit Waffe wegstecken und heilen, ne? Weil mit gezogenen Waffe kann man sich irgendwie schlechter Heiltränke oder so reinballern. Eigentlich. Oh, so ist ein Einhänder. Dann nur sie drum nicht verstehen. Ja, geht. Wir gewöhnen sich an alles. Oh, das muss ich also voll reinchargen. Ja, an sich ist die halt, wie gesagt, nicht schwer, aber der Feuerstoß, der macht mich jedes Mal fertig. Und hätte mich das Fliegevieh nicht gekillt, hätte ich sie geschafft. Okay. Das Vieh hat nicht mehr gefriert. Wenn ich überlege, wie lange ich beim ersten Mal an dem Vieh gehangen habe. Ich bin da, glaube ich, 10 Mal gestorben oder so. Ah, okay. Gut zu wissen, ja, das ist nochmal check. Probier ich gerade mal. Das habe ich trau dem Viech nicht. Ach, das Vieh ist harmlos. Ja. Wie gesagt, ich habe beim ersten Mal, wo ich es alleine gemacht habe, auch Stunden gebraucht. Also wirklich Stunden. Aber ich wollte auch keine Fernkampfwaffe. Ich wollte voll auf die Fresse klatschen. Also eher dir. Ja, aber nach Stunden hab ich dann. Das war nur fair. Ja. Also noch war ich noch nicht down. Fächer auf dem Rücken. Gibt's sonst sowas außer Schwanz und Fächer auf dem Rücken? Nee, ne? Unterschiedlich. Naja. Kann ich wenigstens wieder ein bisschen Honig sammeln. Jetzt bin ich aber down. Feuer? Nö. Seine Schwanz-Kopf-Zubeiß-Kombo. Alles okay. Wenn du Hilfe brauchst, rufe mit deinem Notleuchter einen anderen Jäger. Ach hier, wenn er so auf den Boden mit dem Schwanz dreimal klopft, oder was? Ja, einfach nur dazu beißt.
Und im Schwanz, ja, doch diesen Schwanzschlag-Dings da. Da heißt er so. Und wer hat den nicht? Ja, ja, alles. Wer hat den? Da. Jetzt plötzlich hin, ja. Ach, sehr gut, die sind nee. Anscheinend. Doch, da lang wird. Oh Mann. Nein, nein, nein. Ah, da ist er. Bus. Also Lebensbalken wäre nicht auch mal geil. Das wäre voll langweilig. Warum? Weißt du ja, wie viel Leben du hast. Ja, wir sehen ja. Ja, das wäre ja voll langweilig. Gott, ja Gott, wo schieße ich denn jetzt überall hin hier? Die Tante, ja. Tante an hier. Ah, jetzt sind wir weg. Gott, jetzt kommt doch noch so ein Scheiß und jagt. Aus mal looten. Alter. Bis wie? Oh. Jetzt bin ich tot. Nein, doch nicht. Oh, ich bin jedes Mal so angespannt bei dem Vieh. Ey, das ist unnormal. Na? Nein. Und Jörg, läuft's besser? Tendenziell würde ich meinen, ja, das sehe ich dann aber auch gleich mehr oder weniger. Ach, was ist denn das? Meiner fällt immer zu hin. Ja, klar. Diesmal hast du mich verfehlt für deinen scheiß Feuersturm. Bitch. Wuss. Alter. Ja, nice. Naja, pack ich nicht. Könnte ich wetten. Was denn? Da, Anja. Tag, André. Ach, hat er dich jetzt schon wieder? Ja. Na, ja, nein, nicht in die Suppe laufen. Ach, komm. Mit der gleichen Kombo wie vorher auch. Ja, wie gesagt, die machen mir überhaupt keine Probleme. Mir macht bloß dieses fucking Feuer. Na, dafür stehe ich zu weit weg.
Ja, wir bekämpfen ihn gerade hier in der Vierergruppe. Läuft ganz gut. Nein, läuft er weg. Ja, in der Vierergruppe okay. Wahrscheinlich mit dem 990er dabei, oder? Läuft ganz gut, es war nicht down. Jetzt macht das Fliegevieh endlich mal ein bisschen was. Nee, alles so Level 7, Achtung. Jetzt. Wie sind da jetzt wieder hoch? Toll, der schubst sich vom Baum runter und ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder hochkomme. Ach, der kommt runter. Ah, das ist ja nett. Sein scheiß Feuer weg. Jetzt hat er mich gleich. Immer in die Check. Also bei uns ist er down. Na, bei mir hat er ab. Ach, jetzt hör auf zum Brüllen. Ja, hätte ich bei der Mission wahrscheinlich auch hier machen sollen, ja. Was denn? Ja, hier Feuer fressen. Habe ich gemacht, aber das ist schon wieder weg. Sobald du einmal stirbst, ist es eh wieder weg, also von dem her. Also, okay. Hier, Scheißvieh. Jetzt hast du schon Bogen, aber du hast nur 20 Meter weit. Oh. Ja, ich leite mal meine Black Spindle von Destiny aus, vielleicht hilft's ja. Also definitiv ja, André. Na, sobald man so ein bisschen dahinter gestiegen ist, geht's. Am Anfang wurde er aber erschossen mit hier Tutorials, im wahrsten Sinne. Ah, da. Was, Trägerameisenfracht, wo? Was haut denn der jetzt schon wieder ab? Was soll denn das? Ach, jetzt hab ich Latto oder Malto oder wie der heißt bei mir. Was, wen? Malte. Ja. Matto. Heißt das Vieh halt. Kenn ich nicht. So eine Katze.
Jawohl, jetzt liegt sie endlich mal auf dem Rücken. Für eine Sekunde, wow. Ich hab den Schwanz wieder ab. Bin ich. War das halt die ganze Zeit drauf, aber nö. Ja, mir ist das momentan sogar egal. Ich bin erstmal zufrieden, wenn das nicht down ist. Na toll. Aber wo down, der mir wurde geschmissen. Okay. Kam einer, ja? Ja, ja. Au, wat? Und es liegt wieder auf dem Rücken. Jetzt mach was draus, Junge. Soll ich irgendjemandem helfen oder soll ich erstmal was anderes machen? Nein. Die hat mich jetzt angefickt, die mache ich jetzt so fertig. Kein Problem. Und wenn das sowieso schwerer wird, dann ist es sowieso gerade ganz gut. Ich habe die jetzt schon zweimal auf dem Rücken gehabt. Also. Okay, sie ist weggerannt und hier ist der Schwanz. Komm schon, ich sammle den jetzt ein und dann mache ich die down. Die Hä? Alte. Fuck. Um die da so. Wow! Ich hab's nicht gesehen, aber ich glaube, so durch das, das komische Netz dadurch. Hi Anja. Ups, was getroffen? Ich habe nur noch einen normalen Trank, das ist gerade ein bisschen scheiße. Boah, Alter. Und ich habe vergessen, meine Waffe zu schärfen. Das ist doof. Kommst du da bestimmt eh runter, oder? Ja, und jetzt kam wieder dieser Feuerstoß, jetzt bin ich zum ersten Mal gefallen. Ja, das stimmt wohl, ja. Boss. Jetzt habe ich aber leider kein Essen mehr, was mir das Leben erhöht. Scheiße. Auf jeden Fall heute Nacht definitiv Angst, Pippi. Ja, so ab dem Monster habe ich mir beim ersten Mal echt Gedanken gemacht, ob ich das Spiel wirklich spielen will. Ach, Pussy. Klar. Ja, ich habe es ja dann noch einiges weitergespielt. Aber das ist so ein nerviges Scheißspiel. Ich finde die, außer diesen scheiß Feuersturm, finde ich die easy. Weil die macht mir keinen Schaden, nix. Also, was heißt keinen Schaden, aber die macht mir halt nichts. Wollte ich gerade sagen. What? Also normalen Schlägen und so, ne, easy going. Nur das Feuer macht mich fertig. Ne. Das geht. Ist der Typ wieder gestorben? Was ist das? Ja, nice. Wow, down.
Arsch lecken. Echt. Das. So, das war's, Platin. Nice. Tschüss, ich auf. Rage Quit. Ah, einmal lag's auf dem Rücken, das Scheißvieh. Na, GZ. Okay. Ich hab noch ein bisschen zu tun. Ja, wenn ich treffe, macht er gut Bums hier, der Bogen. Wow. Ich weiß zwar nicht, warum ich loote. Ich habe einfach die Hoffnung, dass ich mit den zwei Leben das Vieh jetzt noch schaffe, aber mal gucken. Ja, und ich habe schlussendlich hier Megatränke reingeballert, das war mir Wurst. Vier Stück. Ne, ja, fünf Stück. Ja, geht ja noch. Ja. Ich brauche da wesentlich mehr. Aber ich überlebe halt auch länger, nur krieg halt auch mehr Stiege ab. Das ist irgendwie. Blöd. Was heißt jetzt hier nochmal? Ach, heute ist 15 Mal fertig. Ja, kannst du immer anderen drehen, ne? ist halt gegrindet, das Spiel halt hier, ne? Muss ihn mögen. Ach, Quatsch. Wer grindet denn hier? Hey, bei mir schläft die. Hey, Jägerin 5. Geil. Ja. Ich hab LS19 nicht. Ah, pling, Verteidiger von Astera. Sie ist schon wieder umgefallen, was ist denn hier kaputt? Ja, ein Legacheck. Ah, das ist ja fast schon wie Platin gefühlt, dieses Viech. Ach so, ja. GZ. Ich würde aufhören. So reicht, schön. Besser wird's nicht. Na, jetzt war immer noch die Optionale mit der komischen Falle da, dass ich es auch mal hier lernen, mehr oder weniger. Ja, ich komme dann gleich. Groß nicht. Weil der war jetzt wesentlich. Der ist wesentlich einfacher, wenn keiner dabei ist. Ja, das Problem ist aber, wenn du das zum ersten Mal machst, dann tust du auch ein bisschen schwerer. Mehr wie hier, na. Wer ist fehlgeschlagen und was da dran steht, geht nicht. Lass mich mit dem Feuer in Ruhe. Und ich möchte euch allen für die 1000 Kilometer kriegst du auch raus, tatsächlich, André. Lass einfach die Konsole laufen. X-Taste festklemmen, also ich Büroklammer oder sowas. Linker Stick genauso. Da fährt er mit der ganze Zeit im Kreis. Logischerweise oh, fuck, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Am besten mit dem langsamsten Traktor direkt hier da, wo du den kaufst. Da auf dem Parkplatz. Den Kreis fahren lassen, fertig. Einfach über Nacht durchlaufen, dass es gut ist. Au. Sobald die Bestie auftaucht, beginnt der Einsatz. Wir haben zwei Barrieren auf dem Weg unseres Ziels errichtet. Eure Aufgabe ist es, es an der ersten Barriere. Alter, jetzt greifen mich normale kleinen Viecher an. Und dann mit einem Binder zu bändigen. Ja, zwei, drei Schüsse sind weg. Mal ein paar Streuschüsse, fertig. Starten wir die nächste Phase, in der wir direkt auf ihn aufsteigen. Haut der wieder ab. Oh, laber nicht so viel, ich muss pissen. Ich glaube noch vorher bei das Video vorbeigucken. Jawohl, Sir. Techniker, ihr überprüft die Ausrüstung einmal, bevor wir loslegen. Ja, Sir. Was, Anja ist die härtere Nuss als der Großnager? Erstellt ein Inventar unserer Vorräte. Forscher. Geht mit eurer Eskorte zur großen Schlucht, sobald ihr bereit seid. Wir können unsere Beute nicht zur Basis bringen. Nehmt daher alles Notwendige mit und forscht vor Ort. Keine Sorge, Kommandant. Forscht vor Ort. Alles wird vorbereitet sein. Haltet während des Einsatzes die Ohren offen. Ich werde Befehle geben, wie es die Situation. So, also alle künftigen Einjahrslauf hier. Schönen Bogen drumrum. Einmal killen reicht. Nein! Doch. Mann! Dieser Fick-Feuersturm, ey! Jetzt habe ich noch ein Leben und die ist eigentlich schon so gut wie dauern. Daneben. Rede mit der Wildexpertin. Oh. Was ist los, Spatz? Ja, wo ist denn deine Flasche schon wieder?
10. Ja. Ich lauf halt nicht schon wieder weg. Hab ich check, warte mal. Oh Gott, wo waren das nochmal? Hier, ne? Da. Mit dem da? Ah ja. Da, da, da. Geht da eigentlich nur eins? Noch schon, ja. Kannst du nachher mit optionalen Quests mehrere Slots holen. Ah, okay. Besten, ja, hab ich. Jeden Tag außer Sonntag, außer heute. Weil morgen ist Silvester, also morgen ist bei mir Sonntag, 20.30 Uhr, fertig. Normalerweise Montag bis Samstag, jeden Tag bis 20.30 Uhr, ab 20.30 Uhr. Ja. Da wollte ich hin. Jetzt brenne ich. Das ist toll, ne? Mich hat einmal kurz getroffen, was ihr habt. Bei mir liegt die jetzt wieder da und pennt, komm schon. Letzter Versuch. Du hast doch Fallen, nimm doch die. Was hab ich denn für Fallen? Du hast doch vorher die ganze Zeit irgendwelche Fallen gelabert, dass du irgendwas hast. Ja. Ja, die was halt in der Natur sind, sprich die verwurzelt sich in Bäumen so. Oder so. Oder halt Giftfallen, das heißt, die, was halt auf dem Boden sind, aktiviere ich zur richtigen Zeit, aber. Okay, was? Honig und Kraut. Ha, da habe ich ja schon mal das richtig ausgewählt, finde ich gut. Danke, Jack. Zeit für Knochenarbeit. Hab sie! Na, also, wird ja auch Zeit. Wegen drei Schlägen, ne? Easy. Nochmal. Genau. Ich finde die cool. Wie gesagt, ich finde die auch nicht schwer. Außer halt das Feuer. Weil ich dazu blöd bin. Aber ansonsten kein Thema. Weil richtig schwer wird's bei den Drachenältesten oder bei den Gehärteten. Ansonsten. Yep. Da wird's lustig. Da musst zu dritt oder zu viert sein, oder sonst hast du ja gar keine Chance. Ach Quatsch. Easy. Finde ich nicht. Also bei mir jetzt nicht funktioniert. Du noch viel lernen musst. Über Palawan. Ja. Ich lerne von euch. Wo sehe ich denn meine Gesamtverteidigung? Einfach wenn du auf Start drückst. Da hast du rechts unten so einen Bildschirm. Da steht das dann drin. Ach ja, 75. Du musst da nichts drücken, der Start. Genau. Wow, da hast du ja, glaube ich, mehr wie ich. 75? Kling, Verteidiger war das da. Ja. Ist auch nichts. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich habe. Ja, aber mehr wie ich, glaube ich. Also. Aber ich habe jetzt auch eine andere Ausrüstung an. Ja, genau, ja, André, ja, immer abends, ja. Außer, wenn ich mal krank bin und ist also so weit krank, sage ich jetzt mal, dass ich hier da trotzdem ja einwandfrei streamen könnte. Dann auch tagsüber, aber sonst immer nur abends. Weil klar, ne? 40 Stunden Arbeit, Frau, zwei Kinder zu Hause, geht nicht anders. Ah, ja. Boah, laber mich nicht zu hier. Ich sag, das 40 Stunden Arbeit, ist das nicht dasselbe? Was? 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 Oh. Ah, das hat so Spaß gemacht, die alte jetzt. Rufsfest?
Aber das ist das, was ich da. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal irgendwann geschrieben. Ich fühle mich bei dem Game teilweise wie bei Dark Souls, wenn du da an einem scheiß Boss hängst. So voll angespannt. Ja, ich habe es jetzt auch gemacht. Also ich war ja hier voll drauf, ne? Also ja, nicht weggucken oder keine Ahnung, was. Das wäre mir auch mit der Frau gerade halt der Chat egal. Ich glaube, ich habe nicht mal geblinzelt. Ich finde, das Spiel hat ein brutales Suchtpotenzial. Dann bist du mal wieder krank. Was ist das für eine Frage? Ich hoffe nicht so schnell. Ah. So. Aber ich glaube, jetzt lass mal kurz ab hier, weil hier Angstpipi muss raus. Ich werde aber mich verabschieden müssen. Meine Kleine ist jetzt so weit, dass sie nur noch am Weinen ist. Falls man es im Hintergrund hört. Okay. Ja. Ja, dann, ciao. Machst du noch ein bisschen Red Dead oder so? Also ich werde jetzt nur noch kurz bei der Schmiede reingucken und dann. Ach so, ja okay, dann mache ich es nämlich auch anders, ja. Weil ja, das ist halt ein Schmarrn. Warte mal, zurück. Nee, hä? Kann ich denn die Quest abbrechen? Ah ja, nee. Weißt du mal Aufbruch? Quest verlassen, Alter. Alles klar. Tschüss, ja. Ja, ja, okay. Ja gut, dann werde ich halt das Spiel abwechseln, ja. Ja, kein Problem. Jo. Also ich werde halt noch zugucken, nur ich werde der Kleinen, wenn die jetzt nicht schlafen will, werde ich ihr auf dem Fernseher ihr Wer ist Chicky oder so ähnlich heißt das. Das ist so ein gelbes Küken. Das guckt die total gerne. Kenn ich gar nicht. Oh, ich sehe gar nicht so schlecht aus, die Gemüse. Ist sogar lustig, also wenn man es nicht immer zusieht, so wie die Kleine, ist es sogar ganz witzig. Jo. So, Schmiede. Hast du was für mich? Dann machen wir da beim nächsten Mal weiter, wa? Dann. Ja, auf jeden Fall. Dann mache ich jetzt meine Quest noch fertig und dann sehen wir uns nachher beim Stream. Ja, okay, gut. Klingt nach einem Plan, würde ich meinen. Was? Jetzt werden hier schon Pläne gemacht. Ja. So, komm her. Jawohl, jetzt kann ich meinen Hartknochenschotel machen. 429 Schaden. Ah, ja. Da kannst du mal hier eine haben, ja. Wow, geh weg. Oh, das würde. Das würde dann auch nochmal 462 machen und das sieht verdammt geil aus. Aber dafür muss ich nochmal die Anja jagen. Ich brauche den Flammenbeutel und den Reißzahn. Ging das bei euch nochmal mit Gildenkarten? Soll ich dir nochmal eine schicken? Ich habe euch auch gerade nochmal eine geschickt, deswegen frage ich gerade, ob sie ankamen. Nein. Weiß ich gerade nicht. Moment, gucke ich gleich. Ja, dachte ich mir. Ich habe sie schon eine. Geht nur einmal. Aber wie gesagt, wenn du halt jedes Mal, wenn du reinkommst, jedem eine schickst, kriegst du öfter mal eine zurück und irgendwann hast du eine 50. Also, wenn du das komplette Anja-Set ohne zu verbessern anlegst, hast du 101 Verteidigung. Okay. Ich bin bei 63. Ich hab 107. Au, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Ja gut, aber ich dampfe jetzt mal ab hier, weil sonst wird's leider Stuhl nass. Ja, mach das. Dann sag ich schon mal ciao. Ja. Ja, schon mal ciao, ne? Dann bis später oder so. Oh. Ja, bis gleich. Voll. Ciao. Jo, bis denn. Tschö. So, Ladies, ne? Ja, reicht das mal? Sind wir ja hier, weiß ich, habe ich eine Trophy? Ja, doch, haben wir eine Trophy. Genau, so. Was aktualisieren mit Red Dead? Ja. Könnt ihr da gerade mal noch schreiben, ja? Die zwei haben wir ja noch mal häufig. Wurde auf jeden Fall schon mal weniger von der Prozentzahl her. Können wir hier, mir egal eigentlich relativ hier, ob ihr Red Dead 2 oder Final Fantasy 14, na, beides müsste ich so gesehen nach vorne pushen. Ja, könnt ihr mal so mal nebenbei in den Chat reinschreiben hier, was ihr jetzt hier haben wollt, noch zwei gute zweieinhalb Stunden, sage ich jetzt mal, Red Dead 2 oder Final Fantasy 14. Genau, aber was hier Monster World betrifft, betrifft ihr euch an dieser Stelle dann auf, weil es ist ja nur weiter hier, wenn der Holger auch da ist. Und, ja, dann werde ich hier gleich das, also Stream aus, gleich wieder Stream an, nur halt mit dem anderen Spiel dann und dann, ja, sehen wir uns entweder gleich wieder oder halt, ja, okay, alles klar, dann bei Red Dead. Ja,
Ja, das war es relativ eindeutig. Ne, 1, 2, 3, ja. Genau, ja, dann mal kurz Stream aus, wechsle ich kurz um hier auf Red Dead und dann sehen wir uns gleich wieder bei Red Dead. Und ja, soweit, vielen Dank fürs Zuschauen oder halt hier, bis gleich oder genau, Robert, hier, ja, schön gut rutscht euch schon mal, weil genau, morgen hier, nee, heute, ja, heute stream ich natürlich nicht, ja, weil dann klar, Silvester ist und so weiter drum und dran, das lohnt sich nicht da zu streamen, ja, wegen 2 Stunden, ja, höchstens, wenn die Kids eh wieder nicht pennen und so weiter. Aber, ja, genau, dann sehen wir uns auch wieder so in, am 2.1. Ostosten, ja, wieder, genau, Ostosten abends, na, sehen wir uns dann wieder, also sprich, Dienstag müsste es sein, oder? Oh, wieso, da ist der halt abends, so, genau, ja, haut rein, euch schon mal einen guten Rutsch, bis dahin, oder halt, ja, bis gleich, man sieht sich, tschö, oder bis gleich.